Buckeloo! Hi, meine Kinder. Was geht, was geht, was geht? Machen wir das mal an. Ui, da habe ich immer Viva gehört. Da war ich verliebt, ey, das sag ich euch. Wunderschönen guten Abend. Die wunderschönen Menschen. Silent Joe, Dankeschön für den Reset am 22. Was geht, was geht? Merhaba, selamu alaikum, Muklu. Und Blitzlike, Dankeschön für den Prime 24. Das sind 2 Jahre. 2 verdammte Jahre. 2 Jahre, Mann. Kannst du dir das vorstellen? 2 Jahre. Abend, Bobby, ist so unfassbar kalt, ne? Uiuiui. Ui, ui. Wir müssen noch ein bisschen warten. Intro heute ein bisschen kürzer. Bisschen eher gekommen. Bevor die anderen alle eintrudeln. Aber ich begrüße schon mal die, die da sind. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid gesund. Oh, Quitty, Bruder, du nimmst mich direkt Wolle, Alter. Süßi Fratz, vielen lieben Dank. Für 10 Gifte Zaps, Mann. Wo sind die Leute? Ich hoffe, ihr bedankt euch auch dafür, wenn ihr einen bekommen habt. Und ein bisschen Dankeschön für den Resub im 24. Ebenfalls für 2 Jahre heute. Hallo Schalpes. 2 verdammte Jahre, Mann. Die Zeit geht schnell um. Hallo Ali. Hallo, hallo. Wo Oma? Wo Oma? Wo? Wo? Frechheit. Absolute Frechheit. Wie geht's euch? Komm, irgendeiner muss sagen, jo, mir geht's gut und wie geht's dir? Irgendwie müssen wir interagieren miteinander. Wenigstens einer. Oma noch bei Jay, glaube ich. Oh, Alter, Unverschämtheit, Alter. Unverschämtheit, dass die fremd geht. Top lerne nebenbei für meine Meisterprüfung. Viel Glück, Mann. Immer schön abends lernen ist besser. Hallo zusammen, wie geht es euch? Gut. Aber ich muss ehrlich gestehen, mein Akku ist 10%. Eigentlich wollte ich heute gar nicht kommen, aber ich dachte mir, machen wir Short. Steht auch im Titel, ich hoffe, ihr habt das gelesen. Machen wir heute 2 Stunden, 3 Stunden oder so. Und dann ab ins Bett, Alter. Erstmal 2 Tage Dings tanken. Das passt auch ganz gut, weil jetzt die Tage in GTA-Update ist. Morgen kommt das Kabel, dann kann ich 2 Tage das GoXLR einstellen. Ohne Druck zu haben, dass ich abends irgendwie online muss. Also online gehen wollte. Schlecht. Junior krank und will nicht schlafen. Da gibt's einen super guten Hustensaft, der macht einen schläfrig. Den dürfen auch Kinder nehmen. Muss mal googeln. Nach gestern kein Wunder, sowas habe ich noch nie erlebt. Also ich muss ehrlich sagen, ohne mir selber auf die Schulter zu klopfen oder den anderen, die daran beteiligt sind, was die letzte Woche oder letzten 2 Wochen, seitdem er mit dem Park da angefangen hat, was da abgeliefert wird, immer manchmal ein bisschen ruhiger, manchmal so heftig wie gestern, das ist ganz großes Kino und ich kann euch sagen, das ist auch, das zieht auch Energie. Das zieht echt Energie. Das Gehirn ist permanent die ganze Zeit am Arbeiten, Alter. Wenn du RP spielst und versuchst, irgendwas aufzubauen. Wurdest du eigentlich eine Suppe gerufen? Nö, warum denn? Wegen dem Sprung, der Sprung war legit. Das ist ja die Physik von GTA selber, ne? So, die Spieleentwickler, da stehen 250 Millionen Dollar oder so hinter. Die haben das da vorher schon alles ausgerechnet. Dann ab die und die Höhe rollt der Charakter sich ab. Und also ist es auch, kann man das realistisch nennen. So Pi mal Daumen. Also das würde mich wundern, wenn ich dafür in Support müsste, ganz ehrlich. Wegen dem Unboxen, das war auch legit, Junge, das hat er verdient, Karma-Schille. Ein paar von euch waren ja vorhin beim Jay, der hat mal die ganzen VODs auseinandergenommen und bisher jeden, den ich getroffen habe, der hat das genauso gesagt. Und Frittendings, danke für den Reset am 9. Tagchen. Hallo, Holy. Bitte wieder keine Knöpfe drücken. Aber ich bin echt K.O., Alter. Oh. Was? Naja, wie soll es einem gehen, wenn man heute arbeiten war und noch nicht mal weiß, welcher Tag heute ist? Ich glaube, heute ist Sonntag. Ja, Sonntag. 3. Advent übrigens. Wünsche ich euch einen frohen 3. Advent. Aber ich wollte Oma glücklich machen. Die ist noch gar nicht da, die ist immer nur weg. Die hängt gerade in anderen Streams nur ab. Eigentlich verräterisch sowas.
Macht mich auch ein bisschen traurig. Da muss ich ein paar Subs von dir fordern. Können wir uns zu den Liebe verküssen? Können wir machen? Nicht. Ich muss da eben gucken. Sind noch so Klassiker von dem. Ach, scheiß drauf, Digga. Bomperli, danke für den Prime 43. und hallo. Perfekt, danke. Du rettest meinen Tag. Dafür bin ich da. Du warst gestern nicht dabei, Nick, ne? Ich meine, dass ich habe die ganze Zeit gedacht, dass ich dich im EP weggefetzt habe. Weil der, gegen den ich gefightet habe, wo ich den Tank zum Explodieren gebracht habe, Alter, der hat auch so ein bisschen, also der wusste ein bisschen, was der tut, wie der gemoved ist. Da dachte ich eigentlich, das bist du. Das hat mich gewundert. Großartig, das war großartig gestern, Alter. Außer natürlich das mit dem Decken, aber der hat ja voll die Karma-Stelle bekommen. Und das hat sich so gut angefühlt. Für die Leute, die gestern Abend nicht mehr dabei waren, das VOD lohnt sich auf jeden Fall. Hallo Wimmer. Grüße, Precious, hallo. Inket, hallo. McLovin, hallo. Katja, hallo. Wusa, hallo. Ja, schreibt nur mal was rein, dann begrüße ich euch nur direkt mit. Und Tomarin, hallo. Dafti, hallo. Joko, hallo. Hab's erst durch das VOD, war auf jeden Fall unterhaltsam. Das war mehr als unterhaltsam, finde ich. Aber ist ja Geschmackssache. Hallo Bobby, hallo Goji. Aber Santes, hallo, Too Strong, hallo. Wenn die Oma hier gleich auftaucht, sind wir böse auf die Chat, okay? Hallo Dr. Chuck und Kingpin, hallo. Und Nordic Zone, hallo Moinsen, Audi-Fahrer, hallo. Dr. Chuck, ich habe gestern unsere Ehre bewahrt. Ich wurde nicht erwischt, ich werde nicht gefeuert. Sind wir doch immer. Ja, aber diesmal richtig. Und hallo Joshua. Und hallo Holy und hallo Shorty und hallo Corporal Mars. Nein, nicht böse auf Oma. Oma lieb. Nein, Oma böse. Oma wo anders. Und Oli DNL, hallo und Komfi alle. Das schnell einfach eine Pommes ohne die. Was ist mit Omi? Omi, sie kommt zu spät. Guck mal auf den Tacho. Und Loco, hallo. Ach, Regan hätte schon alles hingebogen. Ja. Also ohne das Böse zu meinen, aber ich glaube, da wird auch ein bisschen viel gequatscht im EP. Ich glaube nicht, dass er so eine Macht hat. Aber ich kann mich auch irren. Sind wir doch meistens woanders. Ja, ihr dürft das auch. Oma darf das nicht. Wofür bezahle ich die? Hallo Matze. Nicht erwischt zu werden bedeutet noch lange nicht, doch eine Anzeige von Pelux zu bekommen. Oder wenn... Nee, das geht ja nicht. Das ist ja dann Support. Die ist nicht alt. Die weiß genau, wie mit der Technik umzugehen ist. Am Mittwoch endlich 5 Tage frei, danach noch vom 19. bis 26. arbeiten. Dann endlich Urlaub. Ey, sei es euch allen gegönnt. Wohlverdienten Urlaub. Unglaublich. Omi sofort canceln. Ist so. Hallo Weezy. Selbst Weezy ist eher da als Oma, Alter. Jetzt werde ich aber wild hier. Oder die ist schon da, aber die schreibt extra nicht, um zu ärgern. Ich guck jetzt. Nö. Oma ist noch nicht da. Bodenlos. Wisst ihr was? Ich esse jetzt meinen Kinderpinguin und ich teile den überhaupt nicht. Mit niemandem. Den will ich mir so selber in die Fresse schieben, Alter. Mir ist kalt. Oh Gott. Ja. Ich esse ihn ganz alleine. Ich teile mit euch, aber nicht mit Oma. Straight ins Gesicht drücken. So sieht's aus, Alter. Hatte dann einen schönen Tag, dritten schönen Advent. Und hab Max geklungen, teile ihn auch nicht. Egal. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie so Kinderpinguin zum Beispiel esse ich nie, indem ich einfach so reinbeiß. Ich klappe den erst in der Mitte auf, immer. Genau wie Milchschnitten. Weiß nicht warum. Seit 9.11. krankgeschrieben mit Krankenhaus und OP, Urlaub ist es da. Gute Besserung. Gestern war richtig wild. Ich glaube, ich habe 3 Stunden oder so gebraucht, um runterzukommen von meinem Gehirn. Also Ruhe zu finden. Ich lag die ganze Zeit im Bett und habe keine Ruhe gefunden. War bis 4 Uhr oder so noch wach. Ich
beim Joggen erstmal die Waren gezerrt. Sport ist Mord. Hallo, Bagasch. Kuckelu. Oh, wo sind meine Pantoffeln? Hallo, Alina. Ja, dann bin ich mal gespannt, was heute passiert, weil heute werde ich nämlich den Laser verraten im EP. Hab da extra auch nochmal nachgeguckt. Wegen Maske und so. Aber wenn du quasi in einer Gruppe bist, dürfen die Leute sich gegenseitig erkennen, auch wenn die Masken tragen. Aber ich glaube, ich werde trotzdem nicht seinen Namen nennen. Ich werde aber Hinweise geben, der Penner, der hat alles gefickt gestern, ja. Junge, das glaubst du aber selber nicht, dass ich mir hier ein Justin Timberlake-Lied anhöre. Geh mal weg, Junge. Verräter, hallo? Für die Gang, Alter. Ich habe im Nachhinein auch erst verstanden, warum Roy gesagt hat, ja, du kannst nicht mit. Ich habe ganz vergessen, dass es ja diese Regel gibt mit 12 Mann pro Gang. Ich habe es einfach voll vergessen. Ich habe nicht dran gedacht. Nö, komm, viel gibt gar keinen Ärger. Gibt auch keinen Ärger geben. Und der hat mich trotzdem mitgenommen. Was für ein Ehrenbruder, der Jay. Was soll es denn da für einen Ärger geben? Ich muss unbedingt mal ein paar Discord-Server liefern. Das nervt mich so sehr mit diesen Rumgespammer immer. Luigi, danke schön für den Wiesab am 31. Passt auch zu dir. Mit Dizzy Wiggle, Alter. Ich glaube, ich werde meinen Wiggly-Motor wieder entfernen. Erstens nutzt das eh keiner und zweitens hat das jeder. Voll lame geworden, Alter. Das war Ausgleich für den Laser. Oha, Sonntagstream, ja, aber wir machen Short heute. So 2-3 Stündchen anstatt 5 oder 6. Das ist noch ein guter Abschluss für die ganze Story, die jetzt passiert ist. Und dann gehe ich 2 Tage im Winterschlaf. Lad Akkus wieder auf und dann geht's direkt weiter, Alter. Heute ist Sonntag, Junge. Jeder hat ein verdammtes Wiggly-Mode. Oh. Wir sprechen uns um Mitternacht. Warum Mitternacht? Ach so, nee. Mila muss auch morgen wieder arbeiten und ich habe zu der gesagt, yo, ich gehe ein bisschen rein, wenn du auch kommst und so, dann, wenn du dann irgendwann abhaust, dann hau ich direkt mit dir ab. Also scripted RP, Chat, scripted RP. Dein Wiggle ist am cutesten. Geht. Arbeit nervt. Was willst du machen, Alter? Was willst du machen? Ich habe eh keine Energie, sag wie das. Also vielleicht klinge ich deutlich und nicht kränklich und alles. Ich habe einfach keine Energie. Ich chille, ich habe Kapuze über dem Kopf, Alter, Kopfhörer drunter. Sieht aus wie ein Jedi-Ritter, ich habe keine Energie. Duftkerze und dann gehen wir direkt rein. Und mal immer noch nicht da, ja. Gleich heul ich sag es. Gleich können nur noch 10 Zaps meine Dings trocknen. Muss man hier schon baiten dafür. Schande, Alter. Same though, Corona. Boah, ich hoffe, dass du da nicht so ein Dings kriegst. Ja, Oma, wo bist du die ganze Zeit? Komm auf Tacho, Oma. 309 Leute da. 308. Alle warten auf dich. Der Stream kann doch nicht anfangen ohne dich. Geht nicht. Vergesst mal die anderen Pfeifen, wo wir mal gesagt haben, der ist schon wieder nicht da. Oma, du bist Bestandteil hiervon. Ohne dich geht nicht. Ich wollte schon anrufen bei Skype und fragen, ob alles in Ordnung ist. Vielleicht umgekippt bei Keksebacken oder so. Wer weiß? Wer weiß? Vielleicht sind wir deine Rettung gewesen. Hammer. Vielleicht Ofen aufgemacht, kam 500 Grad aus dem Ofen raus. Backofen. Umgekippt. Liegt da mit Kippe in der Hand. Auf dem Boden. Aschenbecher runtergefallen auf Kopf. Pillbox kommt nicht. Wer soll Bescheid sagen? Einfach so. Die meisten Unfälle passieren zu Hause, fragt Dr. Chuck. Er hat 17 Leichen im Keller. Und vor allem zur Weihnachtszeit. Das ist ja besonders schlimm.
Bonze wünscht dir auch, ich wünsche euch allen einen schönen dritten Advent. Hüfte gebrochen. Muss Dinkelberg kommen, einrenken alles. Oh, ist neues. Boah, ich hab so Bock auf Weihnachten, ehrlich, Alter. Boah. Da wird erstmal die Rente gekürzt. Nö, da kriegt die morgen einfach keinen Pflaumenpudding. Dann gehe ich wieder mit dem Löffel hin. Mit ganz viel Pudding drauf und mach so. Und die Oma dann so. Sitzt dann vor mir mit einem offenen Mund so. Und dann kommt der Helikopter aber nicht im Mund rein. Durch den Löffel wieder weg. Und dann kriegt seine auf den Schnuss, kriegt seine rein, du Alter. Weihnachten nicht so Bock auf Silvester. Scheiß mal auf Silvester, ja. Die Knall, warte mal, das haben wir gerade schon gehört. Die Pisse, Alter. Mach verdammt, das brauche ich mal Black wieder an. Ganz alte Kiste hier. Ja, genau, ist so, Alter. Scheiß auf Silvester. Bisschen Creme wieder fit ist so. Pflaumenpudding? Was stimmt denn nicht mit dir? Alte Menschen essen Pflaumenpudding. Oder? Oder ist das nur so ein Klischee? Oh, Bonzi, ich hoffe, dass denen das eine Lehre war. Ich bin ganz ehrlich. Die haben uns doch gestern so weggeknallt. Die haben doch gewonnen, Alter. Freu dich doch dann. Hab gewonnen. Schwitz doch nicht noch mehr rein. Und wir haben das VOD analysiert. Also der Jay hat das gemacht. Und warum auch immer, und da stehe ich zu 100% hinter, warum auch immer, wusste der schon von Anfang an, dass ich da drin bin. Wie der seinen Charakter immer in diese Richtung gemoved hat und so dahin geguckt hat. Das hat man gesehen. Dann geht mein Handy wegen fucking Louis, Alter. Keine Sau juckt das. Vielleicht hat mich sogar ein anderer gesehen dann. Hat den nicht interessiert. Aber er wieder, Sherlock Holmes. Wenn ich das jetzt mache, dann streichelt der Money mir über dem Kopf. Kommt, Junge, Alter. Absolut verdient. Ich hätte ihn eigentlich abknallen sollen. Eigentlich hätte ich ihn abknallen sollen. Aber egal, der hat Fäuste bekommen. Ja, das ist der gleiche, der hat die gleiche Hose an. Junge, Alter, das kannst du dir nicht ausdenken. Egal. Chat, egal. Ich bin abgehauen, fertig. Egal. Muss ich für mich selber entscheiden, ob ich demnächst auch irgendwie, wenn irgendwas mit den Cops ist, ob ich irgendwie fair reagiere oder nicht. Aber Feuer mit Feuer bekämpfen ist ja auch immer so eine Sache. Man kann ja eigentlich nicht böse sein, ne? Vielleicht gibt's ja welche, die so neu sind oder bla bla bla. Hallo Schattenbund. Oh nein, Schattenbund, ich habe den Monitor immer noch nicht geholt. Ich muss noch ein bisschen der Oma sagen, dass die baiten soll. Für finanzielle Unterstützung. Damit ich das ruhig kaufen kann, ohne zu schwitzen. Und morgen kommt der Kabel endlich. Das heißt, am Mittwoch wahrscheinlich Mittwoch, also mit absoluter Sicherheit, Effekt-Pommes, Alter. Geh nix. Schön, dass du das Meme selber ausbreitest. Ja, ich wollte dir zuvorkommen, ne? So, ich starte jetzt eine Pommes, Alter. Ich wiederhole nochmal gerne für alle, die das nicht mitbekommen haben oder den Titel gelesen haben. Wir machen heute Short, so 2-3 Stunden oder so. So pipapo. Klären wir die Story von gestern, machen noch ein bisschen hier und da. Und dann geht's in eine Falle, sofort. Den könntest du dich auch am Hosenbein unter 1000 Leute erkennen. Dankeschön, Oma. Der schnelle und vorhersehende Kusch, ja, natürlich. Und Medium-Pille, danke für den Reset am 28. Andi, danke für den Reset am 33. Und Pain-Dealer aus der Hansestadt Hamburg anscheinend, wie schon immer, danke für den Reset am 51. Und Holy Häuser, dankeschön für den Prime im 38. Das ist eine Furzmolle, Junge. What? Hallo, TQ. Oh, Black auch lang nicht mehr gehört. Boah, Bruder. Das ist immer noch mein Lieblingslied hier von dem. Das knallt doch gut rein. Nee, Oma, du kamst zu spät.
Was die Robe schon für den Priester? Nein. Das kann ich, da kann ich auch. Das kann ich nicht bewerkstelligen. Das macht der Server selber. Keine Ahnung, wie viele Kapazitäten oder so die gerade haben dafür. Oder das ist so ein Lied, ne? Du sitzt abends in deinem mattschwarzen Audi irgendwas. Draußen regnet's, bist auf der Autobahn. Du hörst das Lied. Jede 10 Kilometer eine Tankstelle, blaues Licht so. Nächste Abfahrt runter, ab nach Meckes, Alter. Mitten in der Nacht. Schwöre. Erstmal 20er Nuggets im Bauch klatschen. Nix, nein, doch. Gib Lila, die verändern dein Leben, Junge. Hallo, Rentner. Ja, schön 20er Chicken Nugget und dann danach bereuen, dass man bei McDonald's war, Alter. Wegen Tierleid, wegen Scheißessen, im Bauch kacken lassen, dafür bezahlen. Hallo, Soldi. Hallo, Herr Müllkusch. Salty! Boah! Hast du mich gestern gesehen im Müll? Du warst dabei, ich hab dich gesehen. Frage. Wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht ja doch. Null. Salty, hast du, oder allgemein, ne? Weil du spielst ja auch schon länger. Achtest du, jetzt mal ehrlich, achtest du auf sowas? Achtest du darauf, was im Müllcontainer rumliegt oder so ein Shit? Also beim besten Willen. Auch die sind gestanden zeitweise auf den Containern. Wie meinst du das? Ich glaube, du warst auf jeden Fall nicht an meinem Container. Da war ich schon weg. Hallo Schlotzo. Junge, ich habe ein extra Lesezeichen für deinen Channel. Wow. Jeder weiß, dass Mac ist Müll ist und man lässt sich trotzdem im Bauch scheißen. Ist so. Ekelhaft, Alter. Da kann nicht nur wegen dem Tierlein, sondern weil das Essen auch einfach absolute Katastrophe ist. Kein Diesing. Achso. War auch kein Diesing. Ich stand teilweise auf den Container. Ach, das meintest du. Ja, egal. Die Sache ist eh geklärt. Aber ich habe immer so Flashbacks noch. Zeige die Stelle mal. Naja, kein Bock jetzt. Vielleicht hat Zoll dir sich das Video dir ja trotzdem angeguckt. Wie viele andere das auch mal machen. Nee, gucke ich nicht, ja eben. Man spoilert sich dann auch immer. Ja, wenn man das Essen nehmen kann. Hat nicht dieser Jamie Oliver, da dieser 17-Sterne-Koch damals McDonald's verklagt? Und hat sogar gewonnen? Weil die das irgendwie jetzt Essen betiteln, was die da liegen. Ach, ist das scheiß auf Mc's, Alter. Scheiß auf Burger King, scheiß auf die alle. Ab in die Pommes. Affen, Alter. Affen, Junge. So, view dies an. Der hübsche Kusch heute. KFC genauso Müll, Junge. Nee, heute wird nicht gebrettert. Ich penne heute. Ach, Junge, 4:30 ruft er mich an, Alter. Wer ist ein Feuerstein nochmal? Er war nur mal Feuerschein. Die Frage ist doch eher, sieht er was? Warte, wo war das? Sieht er TVs, wenn die das Handy auflegen und es klar ist, dass es nicht veränderbar ist? Das könnte tatsächlich der Fall gewesen sein. Und maybe ist er noch nicht so lange im RP. Kennt die ungeschriebenen Regeln nicht. Who knows, könnte es eh weggekommen. Ja, eben. Nee, der war schon vorher an dem Ding dran, bevor ich angerufen wurde. Aber ist alles fein. Ich will, das hat auch nichts mit dem Spieler da an sich zu tun. Das habe ich ja gestern schon gesagt, als ich weggelaufen bin. Es gibt einfach Leute, die neu im RP sind und die wissen halt nicht, wie man damit umgeht. Ist halt so. Ist ja gut für mich gelaufen. Ich glaube, ich wäre richtig mad, hätte der mich irgendwie weggetasert und direkt verhaftet. So, und wenn, dann ist es wert im RP passiert und dann hätte ich richtig. Ich glaube, dann hätte ich im Baker gekündigt. Hätte der Mila gesagt, lass kündigen, Alter, und dann wäre ich richtig reingegangen in die Cops. Ist scheißegal.
Ich habe auf die Gasdinger geschossen, hinten bei euch. Das war ich. Ich habe, glaube ich, auf dich geschossen. Schmutzi Pulsi. Hallo? Hast du meine SMS Name gelesen? Ist Mila. Dein SMS, ja? Ich wurde gestern verletzt. Warum aber? Wo bist du gerade? Peter Bay. Was machst du denn da? Ich dachte, du bist hier im Krankenhaus, Alter. Ja, aber ich hab mich selbst entlassen heute Mittag. Boah, du kannst nicht immer alles selber machen. Ich komm noch extra hierher gefahren. Okay, wir treffen uns irgendwo. Nö, das ist so doof. Doch, lass uns treffen. Nun gut. Wir treffen uns. In der Mitte? Wir treffen uns. In der Mitte? Wir treffen uns. In der Mitte? Neben dem Yellow Dragon. Da ist doch so eine Kralle. Auf deinem Stadtplan. Weiß ich nicht. Ja, da treffen wir uns, okay? Neben dem Yellow Dragon. Yellow Dragon. Hallo? Ja, so eine Kralle. Da ist ein Schrottplatz. Was ist denn mit meinem Auto? Das mein... Aua. Hast du gefunden? Okay, wir treffen uns dann da. Okay, bis gleich. Later, Gator. Later, Gator. Tschüss, Francisco. Aua. Geht doch. Oh, das Spiel ist ein bisschen zu leise. Moment. Oh, ich hoffe, es fängt hier an zu schneien in Los Santos. Wenigstens für 3-4 Tage oder so. Und was ich auch noch nie im RP hatte, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, Schneeballschlacht, Alter. Da hätte ich auch Bock drauf. Da müsste man doch eigentlich nur einen NPC hinhauen, der Schneebälle verkauft. Für 50 Cent, Alter. Nee, nicht dürfen. Ich will Schneeballschlacht machen. Die machen zwar Damage ein bisschen, aber egal. Ich glaube sogar, dass Sektor ein Damage-Script hat für die Waffen. Dass die das anpassen können. Ich glaube, Joe hat mir das mal gesagt. Das wäre doch mal cool. Wolltet ihr heute euch freinehmen? Ja, aber ich dachte mir so, weil morgen oder übermorgen kommt ein GTA-Update und dann muss Rage erstmal wieder nachziehen. Machen wir heute einfach einen Short, bringen die Story von gestern und so zu Ende. Chillen ein bisschen, weil für großartige Action habe ich keine Energie. Und dann machen wir 2 Tage während des Updates so frei quasi und dann können wir Mittwoch wieder. Und Nitro, Dankeschön für den Resub am 19. Ich glaube, das passt ganz gut, oder? GTA-Update kommt. Jetzt im Dezember irgendwann wieder mit Drug War oder so ein Shit heißt das. Für GTA Online. Ein Update! Schnee ist kein Performance-Problem. Wer das erzählt, der hat absolut keine Ahnung. Du hast sogar mehr FPS durch den Schnee. Weil du die ganzen Texturen gar nicht mehr hast und das Spiel die Texturen nicht mehr laden musst. Die sind quasi weg, du hast nur eine und das ist Schnee. Da die Squatch, das kann sein, dass der Server seit irgendein Problem macht mit der 1.1er-Version, aber im Großen und Ganzen nicht. Ich glaube, das ging ja fest. Was zahlen? Wow, so ein legendärer Ort hier, Alter. Legendärer Ort. Schneebeste. Woher hast du denn das schon wieder, Dieter? Hast du schon wieder auf dem Scooters gehört, oder was? Mann. Aua. Mit Psychodrogen, Drug Wars, mit sag so. Hatten die nicht vor kurzem in irgendeinem Update sogar die Schneetexturen verändert? Also das Wetter, das Schneewetter? Und dann nicht die Schneeflocken viel dicker und so ein Shit? GTA Live-Feelings kriege ich da mal. Hatten wir auf GTA Live Schnee? Weiß ich gar nicht mehr.
Und heute Morgen bis jetzt gerade die Videos von gestern und vorgestern nachgeholt und hat sich gelohnt, findest du? Ich war heute in einer anderen Dimension und hab mit Leuten in einer anderen Galaxie telefoniert. Auch wilde Erlebnisse. Auf Sektor? Das kann manchmal passieren. Dafür gibt's unter, also falls du nicht wusstest, unter I Hilfe, kannst du Dimension resetten oder Haus. Dann wirst du vor deinem Dings geportet, vor deinem Haus und bist wieder in der richtigen. Wird aber gelockt, also sollte man das nicht abusen. Ne, wegen der, ach so, wegen der Halle. Ja, Mangolzen ist legendär hier. Die fehlen auch noch, Alter. Die fehlen echt auf Sektor. Auf jeden Fall war mega geil. Freut mich. Oh. Otto war der Beste. Ja, der ist ja noch im RP unterwegs. Der ist aber auf Sektor gebannt. Das weiß ich. Weil der hatte mich letzte Season mal angeschrieben und nachgefragt. Ey, Curtis, kennst du nicht jemanden? Kann man das nicht wieder klären? Ich würde gerne spielen. Hab ich gesagt, leider nein, leider gar nicht, Bruder. Das musst du alleine klären. Was vermisst du am meisten von GTA? Gar nichts. Ich hab momentan alles, was ich immer geliebt habe. Also mit den Obdachlosen ist wild. Neue Kapitel werden geschrieben. Hallo, Schwester Kusch. Hat er nicht mal einen Wasserturm zum Duschen? Der steht hier um die Ecke, Oma. Also da vorne und dann rechts. Smoke auf Sektor wäre auch Hammer. Ja, das stimmt, ey. Schmutzbulti. Hallo. Also, was passiert? Schmutzbulti, sag mir. Du siehst schick aus. Dankeschön. Ist dein Weihnachtsoutfit schon? Ja. Oho. Du hast ja Elfen. Du hast ja auch. Du hast Elfenohren. Mhm. Pass auf. Und ein Bimmelmütze. Ja. Oh, die bimmelt ja sogar, wenn du läufst. Lauf nochmal. Aber ganz leise. Ganz leise. Ich hab dich doch gestern, lauter. Ich habe dich gestern nach Hause gefahren. Ja. Dann war ich im Park. Dann meinte Roy. Dann hat der Roy mir... Was machst du da? Putz dich ein wenig. Okay. Du siehst ja total schmutzig aus. Dann hat Roy mir erzählt, dass die irgendwie Tuner entführen wollen, weil die irgendwelche Autos haben, die müssen getunt werden, bla bla. Mhm. Dann hat er später gesagt, dass er mich nicht mitnehmen kann, aber ich habe dann ein bisschen geweint. Ja. Dann haben die mich das mitgenommen. Das ist gut. Die beste Taktik ist immer weinen. Immer weinen. Hm. Pass auf. Und dann haben die Roxy entführt von Bennys und so. Von den Bennys Leute. Dann sind die auf die Ölfelder gefahren und ich war mittendrin dabei. Okay. Und dann kam die Polizei. Okay. Und dann gab es eine Schießerei. Oh je. Ich hab sogar so einen Tanker in die Luft gejagt. Ich glaube, Ich habe Polizisten verletzt. Doch. Ein weißt Tank? Du, Lastwagen? Ne, so ein Gefäßding. Und weißt du, was dann passiert ist? Was? Dann, da war so eine riesen Müllertonne, ne? Ja. Da habe ich mich versteckt drin. Ich habe mich Müll eingegraben. Aber ein Stück... Kein Wunder, dass du so stinkst. Nö, ich war duschen. Nö. Pass auf, ich habe mich im Müll eingegraben, um mich zu verstecken. Ja. Und hör die ganze Zeit so Schritte um mich herum und so. Keiner hat mich entdeckt. Und dann auf einmal... kam jemand mit Spülnase wie Kommissar Rex. Kennst du den nur? Aus Europa? Auf einmal tritt jemand gegen eine Müllertonne. Hey, da bist du einer drin und dann höre ich auf einmal drei Stimmen. Dann höre ich auf einmal Schießerei. Dann höre ich wie die Schritte wegrennen von meiner Müllertonne. Ich die Chance genutzt, bin aus dem Müll rausgekrochen, bin über eine Mauer geklettert, drei Köpfe in die nächste Müllertonne gemacht. Da hat dann wieder ein Stück von meinem Fuß anscheinend rausgeguckt. Weil auf einmal waren wieder welche von meiner Mülltonne. Und dann habe ich so gehört, jojo, das ist der gleiche, der trinkt die gleiche Hose, obwohl ich mitten im Müll drin war. Ich dem Müll zur Seite gehauen, voll wütend. Ich sag, okay, wie kannst du das erkennen, wenn ich mich im Müll versteck? Hab dem dreimal die Fresse gehauen. Ja. Dann lag der auf dem Boden, Lutscher. Lutscher. Dann sagt der andere Polizist, stehen bleiben oder ich taser. Dann bin ich über den Zaun geklettert und bin 4 Meter ein Dings runtergesprungen, hab mich abgeholt,
hab meinen Knarren gezogen, bin entkommen. Und Dori hat mich abgeholt. Wow! Mit dem Moped. Das ist der Wahnsinn! Ja. Aber, alle anderen wurden verletzt oder im Gefängnis. Hab noch mit keinem gequatscht, außer mit Dori. Wir müssen gucken, wie es den anderen geht. Hey? Also wollen so. Ja. Wollen so. Und ich muss jemanden verpetzen. Okay. Die waren gestern 13 Leute. Und einer war dabei, der hatte so, ich glaube, der hatte weiße Haut und rote Haare, habe ich gesehen. Weil der hat nur so eine Maske vorne aufgehabt. Und der hat in unserer Halle auf den Tank geschossen und sich totgelacht darüber. Und dann sind die Fluchtautos, an denen getuned wurde, alle explodiert fast. Dann ist der voll der Anti-Med. Ja, der hat uns Sabotage gemacht. Sabotiert. Gesabotiert. Genau, das müssen wir klären. Und ich habe... Bin verletzt in Schulter, hab mich selbst verarztet. Und, keine Energie, ich muss heute chillen ein bisschen. Wahnsinn. Geht nicht gut. Also heute Abend kein Snigglesnook, okay? Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Okay. Okay. Dann telefonier ich jetzt. Okay. Ich ruf Royan. Nun gut. Oh, Schmerzen. Na klar, Mann. Ja, jo, was geht ab, Mann? Ja, wir organisieren gerade einen fetten Rave im Park, Mann. Okay. Was ist gestern noch passiert? War dem Gefängnis? Was ich weiß überhaupt alles, nichts. Hab mit keinem gequatscht, nichts. Ja, dann komm mal ein bisschen im Park. Ich hab Mila gerade davon erzählt, ne? Von was? Na, was gestern abgegangen ist. Du kannst doch nicht warten, Mann. Mann, das ist ja, mein... Ich erzähl dir alles, mir scheißegal. Vor allem, wenn unter unseren Leuten Leute sind, die uns sabotieren. Wer sabotiert uns denn? Ja, das werde ich dir gleich erzählen. Ja, komm im Park, Mann, ist recht. Okay. Ich hab fahren im Park. Hey. Musst du Röpserchen machen? Nein, ich bin immer noch so gechockt. Ach so. Aber mir geht's gut. Das ist ja wohl auch das Mindeste, sag mal. Ja. Ach, Schmutzi Putzi. Ein Millimeter davon entfernt gewesen, unseren Job zu verlieren. Na, ist ja gut. Beinahe hätte ist ich Schande, weil Dr. Chuck uns Make-up bracht. Ja, das stimmt. Aber meine Faust hat geregelt. Dann lass uns mal los, oder? Okay. Wir treffen uns im Park, okay? Nun gut. Okay. Da vorsichtig, mein Äffchen, Schätzchen. Von wegen, Mila killt mich. Hier ist der Tank, Oma, hier. Da ist er. Alter, die Karre geht ab, Mann, der scheiß Urano. Mann, Porsche, sobald wir das Haus verkauft haben, da kann ich mich eigentlich heute auch mal drum kümmern. Wenn eh nichts geplant ist, zumindest bei uns nicht. Hallo Chris Cross. Ich mal gucken, den Herr Banks oder so anquatschen nochmal. Dieser AJ Vlog hat mir auch 100.000 geboten. Ich wollte aber noch gucken, ob ich ein bisschen mehr kriege. Hallo Jaskit. Hallo, hallo. Was denn bitte, sorry. Ray wird einfach obdachlos, warum? Achso, der Momo hat mir sein Haus geschenkt, der Memo. Hier schon wieder los, Junge. Nee, nicht unser Haus, Quatsch. Das von Memo. Das verzeige ich. Junge, ist schön. Wo haben die Energie her, Alter?
Du hattest gestern eine SWAT-Ausrüstung oder sowas an, Soldi, ne? Hallo Neo und hallo an alle, die ich heute noch nicht begrüßt habe. Oh, die Haare sind verbuggt. Jetzt muss ich schon nach vorne parken. Hm. Nix mehr frei hier. Nix mehr frei hier. Was ist denn hier schon wieder für eine Party? Weiß es nicht. Ich hab keine geplant. Hast du Geburtstag? Mm-mm. Ich auch nicht. Glaub ich. Das ist Pervos. Direkt Tach im Arsch. Ach ja, warte. Mhm. Die anderen wissen nichts davon, dass ich dabei war gestern. Hey? Also nicht drüber quatschen. Boah, was machen die denn da? Okay. Ach stimmt, die wollen einen Wave halt veranstalten hier. Oh cool. Wer denn alles? Na wohl, und so, wo ist denn der? Cool. Komm, die kennen wir nicht. Aber was machen die in unser Wohnzimmer? Weiß nicht. Was zum Teufel ist hier los, ey? Leute, auch da hinten was hören. Wo nimmst du die Energie her, du Penner? Hallo. Hallo. Oh, du siehst cool aus. Oh, danke. Du hast aber deine Bimmelmütze nicht auf. Richtig nice. Ja, nee, macht man, wie gesagt, man, das ist euer Ding. Ich habe einfach nur noch das geholt, was wir haben. Alles für den Park, Mann. Ja, ja. Geht hier heute ein Party? Ja, hier geht es gleich. Ja, Festival, ja. Aber der Rasen. Kleines Festival. Der Rasen. Das ist die Seite, das ist nicht so schlimm, Mann. Außerdem sind da irgendwelche komischen Leute bei uns im Wohnzimmer. Ja, und als Abschluss, Mann, wird dieser schwarze Van da hinten in die Luft gejagt. Okay. Da sind Leute in unserem Wohnzimmer. Ja. Okay, ich muss mich, wenn was ist, Mann, wir sind drüben. Ja, mach das. Oh, wir fangen so langsam an, ja? Oh, viel Spaß, Mann. Wir sind ja auch da. Wenn wir heute nicht 10 Minuten zum Quatschen haben, hau ich alle um. Boah. Komm, denn, Mann, beruhig dich ja. Mann, du weißt nicht, was ich gestern schon durchgemacht habe. Ich hab heute Arschloch. Alter, wenn du wüsstest, was ich heute schon gemacht habe. Hast du mir jetzt schon jemandem erzählt, dass ich dabei war? Ja. Wem? Fred und Sandro. Und ich habe dafür den Arsch da so bekommen, Mann. Das war nicht einfach. Ja, richtig so. Fick dich. Was siehst du mich auch in so einen unprofessionellen Scheiß rein? Ich hab gesagt, Mann, es geht nicht. Jo, du hast mir gesagt, jo, das läuft ein bisschen anders ab, das ist voll gut geplant. Und dann werden wir von unseren eigenen Leuten sabotiert. Das war eigene Leute? Ach, Quatsch. Das ist der Dogs, das geht. Die Box. Warte, ich zähl das gleich. Erzähl das gleich. Aber es geht, Mann. Das ist unser Wohnzimmer. Da auf der anderen Seite ist ein Festival, Mann. Da müsst ihr hin. Nicht hier. Hier wohnen wir. Scheiße, der wartet auf seinen Bruder, Mann. Warum kenne ich den? Ja, dann lauf weiter! Ich taser euch gleich. Ich muss hier auf lauf warten, weiter. Bis der Polizist sagt, dass ich hier weiter darf. Ja, nee, pass mal auf. Das ist nicht Polizistenzone, mir. Das ist die Pennerzone. Und wir jetzt... Ah! Oh Gott! Ja, so, wollt ihr das auch erleben? Ja, das war ein Fuck. Gut, Herr Gray, kommen Sie bitte. Ja. Guten Abend, Jan. Raus aus unserem Wohnzimmer. Selber her. Komm mal, der Krach kommt von der... Bleiben Sie ganz ruhig, bleiben Sie ganz ruhig. Wir sind keine Herren. Da drüben, jo. Genau. Wir sind nicht wegen dem Krach hier, alles gut, alles gut. Die gab keine Auseinandersetzung. Reden Sie doch mal mit Ihrem Kollegen. Was für ein Kollege? Kempel. Der ist Kempel, Mann. Der liegt da vor einem Büsch. Da hinten. Komm, meine erste Hüfe. White, bist du traurig? White? Hey. Mann! Ah! Bist du traurig? Ja, gerade schon. Ich bin gleich wieder da. Wie? Du bist doch hier. Ich leg hier gerade. Ich drück hier, ja genau. Ich drück hier gerade einen raus. Vergiss ja, alles gut, Mann. Oh ja, alles supi. Ja, tippitoppi. Jo, jetzt erzähl, was ist los, Mann? Alter, ich war gestern in Mülltonnen.
Ich muss. Ich, so seltsam. Ich hab mich in Mülltonnen versteckt und ich wurde erschnüffelt. Weil mein kleiner Zeh rausgeguckt hast aus einer, ja, aus einer Tinkepäckchenpackung. Ist mir egal. Der eine Typ, da war einer von euch. Ich weiß nicht, der hatte, wenn ich mich nicht irre, rote Haare und das kann nur einer sein. Ja, oder vielleicht rosa, vielleicht Kimmann. Nö, rot. Kimmann hat doch auch so rot. Der war rot, mit mir rosa. Rechts, Mann. Wir haben von... Ja, was ist denn hier schon wieder passiert? Raus aus unserem Wohnzimmer. Gar nichts ist passiert. Keine Ahnung, Mann, wir waren drüben beim Rave gerade. Da drüben ist ein Festival auf der anderen Seite. Ich hab's schon gesehen, Mann. Park jetzt richtig was ab. Klar, Mann, sind wir da. Damit, nicht schon wieder tasern. Aua. Wieder, du wolltest mir noch die Geschichte erzählen. Ja, du hast meine Geschichte verpasst, du Assi-Arsch. Ja, anscheinend haben da alle von gehört, sogar Kopenhagen. Ja, ich war auch dabei. War eine sehr schöne Geschichte. Nein, folgt mir mal schön. Okay. Ja. Folgt mir nicht, weil ich komme hier nicht durch. Oh. Ach. Ja, was treibt ihr hier so? Wir wohnen hier, du Arschloch. Scheiße, okay. Echt hier? Mein Beileid. Ja, wir wären es aber mit einer kleinen Spende, Mann. Ja, natürlich. Für Amerika tue ich alles. Ich meine, arbeite ich bei euch. Ja. Wir sind Wohnung suchen, Mann. Wir wollen zurück in die Gesellschaft, ja. Was machst du denn? Na, ich bin Doktor. Ja, Mann, das. Ey, komm aus dem Baker, die passen ein bisschen auf uns auf, Mann, so. Genau. Okay, die kommen täglich vorbei und machen so Untersuchungen mit den ganzen Pennern. Genau. Oh, ja. Ja, verstehe, verstehe. Warte, ich gebe dir mal $100. Was, nur $100? Hey, $100 ist viel Geld, okay? Was soll ich mit $100? Oh Mann, warum kriegt er das Geld und ich nicht? Warum bekomme ich das Geld? Du kriegst doch auch noch was, Mann. Du kriegst auch noch was. 500, bitte. Cocaine ist für alle da. Danke, Mann. Oder? Wie heißt du? Ja, Cocaine ist für alle da? Cocaine? Ja, das sowieso. Nein, Mann, Cocaine ist hell of a drug, ja. Cocaine for the brain und Champagne for the fame. Ja, genau. Skull, Skull, Bruder. Skull, Lang leben, Kocaine. Ja. Was? Nein, Mutter. Ja, was hast du gerade? Warum Kokain für die Welt? Ja, ja, warum nehmt ihr mir das dann so immer weg, Mann? Hey, du kannst nicht alles haben, okay? Ja, aber wie kannst du nur dafür einstehen und mir das dann immer wegnehmen? Fick dich. Genau, fick dich. Scheiß Doppelmoral. Okay, Arschloch. Ja, verdammte Scheiße. Ja, und Schwindikus Totalos. Jetzt ab sofort nur noch Officer Cocaine, Mann. Was ist hier los? Hey, Mann, wie geht's denn so? Jo, was geht? Man kann einfach nie quatschen. Warum ist hier so viel Betrieb? Insel ja, lebte von einem Tag auf den anderen, von dem kein Geld, das er von fremden Frosch McDonalds bekommt. Glaub mir! Jo, was hast du jetzt schon wieder im Veranstalten, dass die Five auch hier ist, Mann? Mensch, die Five auch, ich stehe da und da kommen welche angerannt und laufen einfach hier rein. Und sagen, hier ist unser Platz, aufpassen! Ich hab gesagt, der eine soll mal aufhören zu stottern. Das geht mir ganz schön auf den Zinken. Und da hab ich gesagt, für $5.20 werde ich Sache gegessen hier. Und dann sagt der eine, naja, für so ein... Und das Wort kann ich jetzt nicht aussprechen. Hurenbock! Nee, glaub mir. Hurenbock ist hart, ja. Nee. Arschloch? Nee. Fangwichser? Nee. Untermittelter Hengi. Miesmuschel. Ja, es war irgendwas mit einem U, aber das kann man nicht aus, das ist so wieder. Uhrensohn. Ja, genau so, so in die Art. Und dann habe ich ihn in die ewigen Jagdgründe geschickt und haben die Fresse gehauen. Blödes Dreckschwein. Sehr gut. Ja, Scheiße, ist da vorne Rachel. Yo, Rachel, Mann, bist du's? Ah, warte mal ganz kurz. Ja, das ist Rachel. Yo, Rachel, Mann. Ah, ja, der Polizist. Gott, wir haben Rachel, wir nicht mit Rachel, ja. Sofort anhalten. Oh, hallo. Oh, hier ist nur Chaos. Hallo, Anton. Wieso so schlimm ich denn? Grüß dich. Kim sagt immer, wo sei ich? Rachel. Echt? Er mag dich. Anrufen? Versuch mal, ja. Der hat mich bestimmt nicht angerufen, noch? Weil ihr komm mit. Seid irgendwo oder so. Oh, das kann sein, Mann. Hast du ein Pflaster oder so am Start? Auf jeden Fall, Kim redet den ganzen Tag immer nur von Rachel. Es geht mir langsam auf den Sack. Gestern hat mir da so eine Mücke Miller, so am Arm vorbeigebissen. Mensch, grüß euch! Was machen wir denn hier? Ich habe eine gesunde Zigarette für dich. Mensch, ihr sollt doch hier nicht mit den Drogen dealen! Nein, wirklich, Zigarette. Trümmel doch gar nicht. Ich hab das doch gerade gesehen. Ich habe dem nur eine Kippe gegeben. Ja. Das war aber eine gesunde Zigarette. Ja. Eine Sportkippe. Ach so. Oh, ey. Sag das doch.
Also, Mensch, du! Curtis! Wait, ich bin Wade. Ich bin Curtis. Curtis. Ja, ich gebe mal liebe Grüße aus. Okay, mach ich. Dann viel Spaß noch, danke. Danke. Seid ihr Geschwister? Nee. Wer hat wen geküsst, was? Deine Geschwister? Wegen der Haare, oder? Ja. Ja. Hey, hey, nein, absolut nicht. Ist die Resnitor-Wurm, Mama? Ganz schön viele Rothaarigen Pili, ne? Oh, besser die, die mir ins Motorrad gefahren ist. Wer ist denn ins Motorrad gefahren? In mein Auto mit ihrem Motorrad. Seid ihr am Knutschen? Wir müssen was besprechen. Was? Seid ihr am Knutschen? Nein. Hey, hey. Nee, du wir beide? Niemals. Warum denn nicht? Wir sind Kollegen. Naja, wir haben eine gewisse Professionalität. Ihr würdet einen Vampir zeugen. Was oh, redest Scheiße. Du da? Ihr seid beide super wie einem Glas Milch und habt rote Haare. Ja. 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 Okay. Küsst euch. Nein. Das ist jetzt ein bisschen viel Druck, Heide, oder? Macht hinter deinem Rücken die ganze Zeit Faxen. Wer? Na, dein Kumpel hier, der Cocaine. Was für Faxen? Ja, der macht so... So macht der hinter dem Rücken. Und hey, so, das stimmt und gar so, nicht, Mann. So Hase, das, ja, genau. So Hasenohren, noch ein Tor, schieß ein Ohr. Wow. Ja, hab ich nie gemacht. Kein, du bist ein Schwein. Und du hast keinen Respekt vor deinen Arbeitsfreundinnen. Ich hab aber so eine schöne Geschichte gehört über Pinsel. Meine Frau erzählt die. Ja, ich muss weiter zuhören. Die ist voll geil, meine Alte. Ja. Ach, das ist deine Frau? Jo, das sieht man doch wohl. Ja, absolut, absolut. Soll ich dir cool, Fresse Mann. Hauen? Mir? Ja. Nein. Warum nicht? Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Ich bin ein Cop, okay? Ja und? Ich kenne den Mann, ich bin sein bester Freund. Welcher? Na, dein Chef. Ich habe in Wien so ein Bild mit dem. Lensch oder was? Ja, Manni. Ich darf Manni sagen. Du nennst ihn Manni? Oh Mann, ich hab euch echt gern Manni. Wenn die Leute hier sehen, dass ihr hier rumhängt, das ist so. Nicht gut für uns. Wollte ich gerade sagen, ja. Scheiße. Wir waren zusammen im Singerclub. Was? Der Mann und ich. Wer bist denn überhaupt? Da hab ich ihn gar nicht eingeschätzt. Was meinst du, woher die Narbe hat? Ach, die kenn ich doch hier. Aus dem Swingerclub? Genau. Okay, wegen dem Gürtel, wegen dem Gürtel. Oh, scheiße. Hast du... Deine spezielle Sache ist der Chokeslam. Frag ihn mal. Ja, ich werde ihn fragen, okay, aber... Tyler, darf ich dein Fahrrad fahren? Ja. Oh, Tyler, du Arschloch, du hast ja Parkverbot, Mann. Tyler, kann ich dein Fahrrad fahren? Tyler! Das nennt man Resteppe. Ja. Das war wieder diese komische Ewa. Ja, die hat ihr Gedächtnis verloren oder sowas, oder? Ich mag die nicht. Nein? Mm-mm. Warum? Was hat sie getan? Das ist eine linke Bazelle. Hm. Ewa. Soll ich dir jetzt in den Schnauze oder nicht? Nein, du sollst mir nicht in die Schnauze. Scheiße nochmal. Warum denn? Mann, ich weiß da auch nicht. Ich bin frustriert. Ich bin der gute Kopf, okay? Mein Akku ist 10% nur. Und man kann dir nie quatschen. Immer kommt einer Gritsch dazwischen. Alles Fußballspieler, ja. Alles Kicker. Oh, oh Billy, Mann. Ja, siehst Verstehe. Du? Der hat nie eine Minute Zeit. Fick dich, Royal. Fick dich. Your mom is a hoe. Arschloch. Ja, ihr versteht euch ja blendend hier alle. Yep. Ja, Wade, ich kenne dich auch. Wade ist mein Freund. Hm? Aus dem kommen nicht viele Wörter, aber was er sagt, ist weise. Sag mal was Weises. Ich bin Wade. Ja. Ja, das war wirklich gut. Ja, ich bin beeindruckt. Ich bin der Klügste in der Familie. Haben IQ von 39,5? Wait, hast du schon einen orangen Haar gehabt oder waren deine auch mal rot? Was? Waren deine Haare mal rot, als du noch jung warst? Nein. Immer orange. Weil der könnte, Cocaine, der könnte dein Vater sein, ne? Ja, so vom Aussehen, oder? Mhm. Ihr habt die gleichen Lippen. Ja, du bist auch so ein schöner Hässlicher. Ja, so ein schöner Hässlicher. Genau, du bist ein Fugli.
Was sagen Sie immer zu mir? Ich bin hässlich, sag ich mal. Das. Was sagen die zu dir, was? Ich bin hässlich. Ja, du bist doch nicht hässlich, Mann. Ja, du hast ein cooles Shirt, coole Haare. Mir hat meine Ziege gegen das Kinn getreten. Hallo, Fred. Ja. Hey, grüß dich. Kann ich mit deinem Fahrrad fahren? Klar. Mensch, wir haben jetzt ja was zu tun. Hast du einen Schlossgang gemacht? Mann, heute ist Sonntag, ja. Ich nicht. Hallo. Hallo, Miss Mika. Ja, ich müsste es gehen. Guck mal, mein Fahrrad ist gefärbt. Oh. Hallo. Hallo. Wenn die mal hier dafür ihre Körte bedient, die lassen wir die mal wieder, ne? Mister, komm. Mehr was? Okay. Ich mach jetzt einen Stunt. Aua. Weil der ist doch verletzt, warum kann der Fahrrad fahren? Arbeit, Arbeit, ja, ja. Wenn er dann im Zaun überhaupt geht. Ne, aua. Aua! Aua! Ich mach doch keinen Stunt! Am Humpeln. Und Sackfalte, danke für du bist am 6. Oh, Curtis, Mann, hör mal zu, was Welt zu erzählen hat. Da habe ich direkt an dich gedacht. Was dann? Oh, pass auf! Steck die Köpfe zusammen! Ich bleib sitzen, Mann. Mann, oh Mann. Fred, hör auf, mir am Puppe zu kraulen. Das ist Helen. Ach, das darf ich gar nicht sagen. Ja. Doch. Doch, du darfst ja alles sagen zwischen denen. Ja, wie? Warum denn nicht, Mann? Mila und Curtis sind eine von uns. Ja, Mann. Ich dachte, die gehen jetzt aus. So, die sind jetzt einen hoch im Rang. Ja, eine von uns. Eine Stufe 2. Sandro. Sag mal, hast du da eine Schnur an deinem Blatt? Nein, Sandro, das haben wir heute schon befreit, Mann. Ihr habt den schon befreit? Ja, Mann. Vorhin. Special Kommando. Jawohl, willst du nicht aufklären auch noch? Wen denn? Na, ihr Fred und Welt und Miss Mecca. Hä? Was sollen wir denn aufklären? Aufklären. Aufklären. Ja, bei Sex oder was? Nein, wegen gestern. Boah. Ihr warst dabei? Ist doch nicht. Ja, die waren dabei, Mann. Fred weiß das schon. Ist egal, das Spiel ist keine Rolle, Mann. Ich habe meine Strafe da bekommen. Aber das klären wir auch noch. So, wait, erzähl bitte deinen Plan. Ja, aber jetzt, die wissen das aber doch nicht davon. Doch, Mann, von der 00-Nummer wissen die auch. Ach, okay, super. Also! Neue Mitglieder. Upgrade gibt's später. Okay, jetzt pass auf. Und zwar, ich gehört im Buschkrummelfunk. Es gibt irgendwo eine Insel. Und da sollen Motorteile in so einer Lagerhalle sein. Da könnten wir zuschlagen. Okay. Warte, was? Eine Insel? Was für Motor? Was? Was? Eine Insel mit Motorteilen. Mit was? Mit was? Ja, ich kenne Insel, Mann, da gibt's Kokain, Mann. Aber wait, was willst du mit Motoren, wenn du keine Autos hast, falls du es gestern nicht mitbekommen hast? Aber die Dings, wir müssen eben die Motoren. Da gibt's so eine Lagerhalle, da sind Motoren und Werkzeug, alles drin im Motor. Aber haben wir nicht noch Werkzeug, Motoren oder ist gestern naja, alles kaputt gegangen? Ich war gestern nicht vor Ort, Mann, aber da ist einiges in die Luft geflogen, ja. Mann. Das dauert locker eine Woche, bis das alles wieder heile ist, Mann. Locker. Hey. Ja, also, und wir müssen das doch alles reparieren. Und ja, dann brauchen wir Ersatzteile wieder. Ja, wait, du hast recht, Mann, du hast recht. Jetzt will ich auch mal was sagen. Was denn? Und ihr hört mir zu. Einer von denen gestern hat uns sabotiert. Wisst ihr, warum die Autos explodiert sind? Da war der Tank in die Luft geflogen. Ja, nein, haben die nicht. Das war der eine. Das war der neben mir. Das war einer von uns. Was? Jo, der hat draufgeschossen und meinte, geh weg da, wir sprengen jetzt hier alles in die Luft und so. Das war einer von uns. Doch. Ja, wer denn? Niemals.
Achso, du hast vorhin gesagt, rote Haare. Ja, weiße Haut, rote Haare. Ja, das kann nur Kim sein oder Johnny Laser, Mann. Nein, Kim war auf der linken Seite. Johnny hat mit Absicht... Johnny hat das Ding... Der hat mit Absicht... Irgendjemand hat mit Absicht draufgeschossen. Ach. Und hat sich totgelacht. Nein, ich schwöre auf alles. Johnny ist ein Trottel, aber doch nicht so. Ich schwöre auf alles. Wenn ihr mir nicht glaubt, komme ich nie wieder her. Ich schwöre auf alles. Wir müssen heute eh mit Johnny reden. Ich hatte den... Also ich das hatte klingt den, schon nach dem. Ich hatte den krassesten Feind. Ich war in der Mülltonne. Ich habe gegen zwei Cops gekämpft. Wie bist du eigentlich abgehauen, Mann? Jo, ich habe mich in eine Mülltonne versteckt. Dann haben die mich entdeckt. Dann haben die mich entdeckt. Dann wurde aber wieder rumgeschossen. Irgendjemand hat wieder angefangen zu schießen. Dann sind die alle weggerannt. Dann bin ich über so eine Mauer geklettert, in die nächste Mülltonne. Da haben die mich wieder entdeckt. Dann meinte ein Polizist so, ja, das ist der gleiche, der hat die gleiche Hose an. Dann war ich sauer, bin aufgestanden, mich aus dem Müll gekämpft, hab zu denen gesagt, wie kannst du das sehen, wenn ich in der Mülltonne lieg? Hab den umgeklatscht, bewusstlos gehauen. Ja. Der andere Kopf wollte mich tasern, bin ich über den Zaun gesprungen und eine Klippe runter. Wahnsinn. Und dann bin ich weggerannt. Alter. Und auf den Tank bei uns in der Halle hat jemand von uns geschossen. Weiße Haut, rote Haare. Den anderen Tank habe ich in die Luft gejagt. Ab draußen nehmen. Und dann drei Polizisten weggeschleudert. Ja, wenn Johnny heute da ist, werden wir noch mal ein Gespräch führen. Sollten wir das mit Sandro zusammenführen? Das sage ich auch Sandro. Ja. Ich erzähle keinen Quatsch. Ich habe gar nicht zugehört. Das können wir ohne Sandro machen. Ich lüge wirklich nicht. Ich meine, der hat vorhin eh schon gesagt, dass er auch ziemlich sauer auf Johnny ist, man, wegen gestern. Der stand doch die ganze Zeit nur rum dann, danach. Der stand einfach rum, hat nichts gemacht. Wir konfrontieren ihn heute einfach direkt, Mann. Aber wait, Mann, wo ist diese Insel? Mensch, das weiß ich doch nicht, wo die ist. Ich hab mein Leben riskiert gestern für euch. Du hast hab gekämpft wie ein Löwe. Ich hab dich da scheiß reingeschmissen. Du hast dich in der Müllstunde versteckt, Mann. Nein, Mann, am Ende, als alle auf dem Boden verletzt lagen. Davor, hab ich gekämpft wie ein Löwe. Ich hab den Tank draußen vernichtet. Dadurch hab ich drei Cops zu Boden gezwungen. Dann hab ich rechts an der Halle gegen zwei Cops gekämpft. Und ich habe noch auf den Verletzten geschossen. Und danach habe ich, erst als die Action vorbei war, dann habe ich mich erst versteckt. Ja, das muss aufgearbeitet werden, Mann. Das muss aufgearbeitet werden. Ja. Aber wait, Mann, was ist deine andere Idee? Und wo ist die Scheißinsel? Hallo, Luis. Das weiß ich auch nicht. Und zwar, wir waren doch mal bei Bennett Nektor drinnen. Ja. Wir haben doch diese krassen Sportwagen. Ja. Da könnten wir uns die Motoren ausbauen. Priester, geh mal schnell zu dem Typ, der da kommt und sag ihm, soll ich auf die Holzbank setzen. Das wäre auch eine Idee. Ich bin sauer. Aber das müssen wir planen. Ich finde heraus, welche Insel, Mann. Und dann fahren wir dahin. Soll ich denn das rausfinden mit irgendeiner Insel? Ich hab nicht mal ein Boot. Ja, das ist kein Problem, die organisieren wir uns. Mate, ich kann einen Helikopter besorgen. Wir können fliegen gehen. Ja, und wir können Boote besorgen. Oder das wir holen uns die Motorendinger bei Benefactor. Aber warum klauen wir dann nicht einfach die Motoren von Autos, die draußen rumstehen irgendwo? Die Frage ist, Mann, sollten wir jetzt nicht wegen der Nummer, wenn wir jetzt schon wieder Teile klauen, ja, ein paar von uns wurden gestern erwischt, Wade, das ist ziemlich gefährlich, Mann, wir müssen die Null erstmal ein bisschen gessen. Nee, wir können das ja ohne Null machen. Nee, ja, aber die wissen doch, wer da gestern dabei war, Mann. Du bist entkommen, aber nicht alle, jo. Ich bin nicht entkommen. Ich glaube, du bist der Einzige, der entkommen ist. Ja, nur ich bin auch entkommen. Ich bin auch gekommen. Wie, Mann? Wie? Jörg ist Mina weg, Anton ist weg, Alex ist weg. Die wurden alle nicht erwischt. Warst du mit dabei? Ach so, oh. Hallo. Ja, du wusstest. Ich hab mich geschmuggelt. Ja, er war dabei, Mann. Das ist kein Geheimnis mehr. Sandro und Fred waren schon da. Ich hab meine Strafe dafür bekommen, Mann. Ich hab mit Sandro geredet. Männer, ich erkläre euch das später nicht jetzt, Mann. Mann, ich schwöre. Ich hab euch verteidigt. Was mit Kartell am Tisch? Ich hab euch verteidigt. Wirklich, Mann. Ich hab gekämpft wie ein Löwe für euch. Boah, und ich lüge nicht, sag die Wahrheit. Oh, Crispy ist aus dem Zelt gekommen. Ja. Morgen, Crispy. Ja, und wir wurden sabotiert. Und warte mal. Ach so. Wenn der das war, ist mir scheißegal. Ich mach nie wieder was mit dem. Ich mach nichts mehr mit dem. Das müssen wir alles klären, Mann. Das klären wir heute. Keine Sorge. Ich mach nichts mehr mit dem. Fand ich. Hier, komm mit dazu. Tot hat er sich gelacht, der blöde Ficker. Okay, der Pulli. Ja, das muss dein Laser sein. Ich mag schon mein erster Freund gewesen. Mila, komm, wir klauen dir ein Fahrrad, da komm schnell. Ja, warte. Miss Mika, ich bin voll an der Geschichte dann. Dann bleib. Ich freue mich sehr.
Fahrrad her! Au! Ich will fahren! Meins! Aua! Unfair! Meins! Ich hab's geklaut! Gute Arbeit! Soll ich das im Wasser werfen? Ich verstecke das? Gemeinlich! Ja! Okay. Im Pipi-Busch! Wo ist der? Such dir einen aus! Oh. Aua! Das ist unfair, Mila, Hilfe! Hey! Oh! Oh. Doofe Kuh, aua! Aua! Ich habe Nasenbluten! Ey, was ist denn hier passiert? Die hat mich gehauen, die da im Gebüsch, ja. Luigi! Ey, warum kommst du denn, Kirke? Mega, ich hab Nasenbluten. Was denn? Mega, ich hab Nasenbluten. Guck mal. Boah. Voll Blut in der Nase. Gib mir ein Tampon. Tu mir Tampon rein. Ein bisschen Creme, bitte. Ja, okay. Bin mich voll, hab mich hingemault. Ja. Mehr. Gereicht. Musst du schon Rülpsen abfüllen. Na komm, pass auf, dass die dich nicht tritt. Die ist nämlich gemeingefährlich. Darf die nicht. Du darfst nicht treten. Tiltet hat schon verloren. Aber ich würde mein Fahrrad wieder haben. Das ist nicht dein Fahrrad, auf uns zu beklauen. Hör auf, die Leute im Park zu beklauen. Man kaut nämlich nicht. Genau. Aua. Aua. Entschuldigung. Was ist denn das für ein Fachwichser? Wer denn? Ich jetzt? Ja. Hey, wir kennen uns doch. Achso, das ist der Mann von Teleshopping, ne? Ja, Mann, ja, ich durfte Lila doch schon Lila nennen. Entschuldigung, hab ich nicht erkannt. Okay. Da können wir, ja, können wir kurz reden unter vier Augen. Ja, mit dem kannst du dich 5 Minuten hinsetzen und reden, ne? Dummes Arschloch. Was bist du denn heute so? Geh wieder schlafen, wenn du knatschig bist. Ich bin nicht knatschig, aber du hörst nie zu. Hey, Schuss mit Steiter. Ist mir doch der immer zuhört. Hör auf, irgendwelche Vorwürfe in den Raum zu werfen, die nicht stimmen. Ah, ah. Wow, das ist aber schnell eskaliert hier jetzt. Ist sie gut, Mann? Oh mein. Wer hat gebaitet? Oma? Kingpin, danke schön für 10 Gifte Zaps. Vielen lieben Dank. Und Goldie, danke für die Wiese mit 33 Monaten. Doch, gleich, man kann nicht. Kuss, danke schön. Gleich bei euch. Na, komm, Luis, wir lassen dem Obermacker-Boss hier. Für andere Leute hat er Zeit. Und nicht. Fick dich, you mom's ho. Scheiß auf den Arschloch. Was ist denn da drüben eigentlich los hier? Das ist eine Wave-Party. Ich hab hier vorne irgend so eine Verrückte. Mila, komm auf Wave-Party. Da ist er, das dumme Arschloch. Arschloch. Ach du Scheiße. Ja. Ich hab Musikallergie. Siehst du, und das versuche ich zu verhindern, Luis. Dass du so wirst wie die. Ich werd niemals so wie die. Boah, Junge. Guck dir das doch mal an. Kingpin. Kingpin. Der eine da. Chat, Liebe. 20 Gifte-Zaps, Alter. 30 insgesamt. Aber Mila scheint es zu gefallen, ey. Was? Mila scheint es aber zu gefallen. Ja. Hang weg. Hör auf, dem Luis zu beobachten. Ich weiß, ich bin hübsch. Der mag keine Pfauen.
Ja. Selber. Du kannst eh kein Fahrrad fahren. Okay. Die versucht, sich an dich ranzumachen. Ja, ich hab das schon gemerkt, ey. Ich hab die voll abblitzen lassen vor uns schon. Kingpin, danke für den Support. Ich küsse dein Herz. Hey, Crispy, bist du's? Jo, Mann. Ich hab dich gerade verwechselt, oder? Jo, ich bin's, Crispy. Nee, ich bin Crispy, ich bin's. Du bist Crispy. Ich bin White. Warum, was hast du? Hast du Schmerzen? Ich hab Musikallergie. Hab ich keine mehr. Ist da gute Mucke? Mila? Kackmucke? Geht schon rein auf jeden Fall. Ja, geht schon. Mal lassen. Aber es ist ein bisschen zu heil. Ja, schon. Fehlt noch ein bisschen das Licht, um in Stimmung zu kommen. Ne? Ja, stimmt. Also, beziehungsweise das Licht fehlt nicht, also, ja. Ja. Oh. Und wie geht's dir? Ben! Oh mein Gott. Ja, das... Wer bist du überhaupt? Achso, ich bin Sigi, Sigilicious. Sigilicious? Ja, du hast mich auch schon behandelt. Ich hab schon 1000 Menschen behandelt. Ja, okay, stimmt auch wieder. Was handelst du denn? Da hast du mir einen Joint geschenkt. Ja, was handeln, was handeln? Ja, was handeln? Und was machst du so, Sigilicious? Sag mal, was habt ihr jetzt mit dem Mai jetzt gemacht? Die lagen alle, oder was? Ja. Und soweit ich weiß, nicht nur einmal. Und gestern? Ist gestern was passiert? Ich glaube, gestern wurden die auch gehandelt. Weil wir sehen die schon seit gestern nicht mehr. Ja, die sind auch gestern die ganze Zeit undercover unterwegs gewesen. Die haben Rekruten ausgezogen. Was heißt undercover? Ah, die haben Kunden mal wieder ausgezogen. Jojo. Aber ich glaube, die wurden trotzdem gefunden. Also, die haben es jetzt nicht einfach hier. Du hast nicht zufällig eine Nummer von irgendwen von den Mayans? Nö, hat nie was mit denen zu tun. Warum wollt ihr das klären mit denen? Ja. Ja, dann fahr doch einfach da vorbei. Ja, wollen wir doch. Ach, meinst du, das machen wir nicht? Wir dann legen einen Zeitab vor die Tür. Und die Undercover. Legen einen Zeitab vor die Tür mit Nummer. Dran, oder? Ja, klar. Vielleicht finden die das jetzt nicht mehr so lustig. Und fühlen sich krass. Nie lustig. Ja, anscheinend schon. Wenn die vier Leute durch die ganze Stadt jagen und einfach auf wilde Autos schießen. Ich guck mal, ob ich eine Nummer besorgen kann. Dann schick ich dir die per SMS. Perfekt, ich danke dir. Kein Ding, bye-bye. Ja, bye-bye. Ist der langweilig? Ja. Geht nix ab. Nur komische Menschen. Hast du Ferngas? Was hab ich? Ferngas? Ja. Ich beobachte das Verhalten. Reicht, Oma, reicht der ja. Der Beta. Mann, wir müssen ein paar Sachen kämpfen. Schuf Sandwich an. Handy aus. Komm, wir gehen nochmal drüben gucken. Wir können heute gucken, ob wir das Haus verkauft bekommen. Mann, scheiße, was ist denn los? Letztes Mal war doch alles easy. Aber ich hab dir noch gar nichts getan, Mann. Du sagst nicht Tschüss? Ja, wie? Ich wollte ja auch nur zum Rave gehen. Ich dachte, ihr hängt hier noch rum. Ich dachte, du haust ab. Nee, Mann, ich lass mir jetzt gut gehen, Junge. Mann, jetzt reicht's aber mit euch hier. Der ist mir eben auch schon in die Hacken gefahren, scheiß Tyler. Dumm Arschlöcher. Ah, ich geh mal ein bisschen abdancen. Okay, mach das für Spaß. Mann, ey. Nee, keine Sorge. Gut, habt schon Angst. Fahr eben kurz wohin. Wer denn? Na, Miss Mika und Voy. Boah, nie Zeit hat der Aufschlag. Wollt ihr mitkommen? Dann hat er Zeit. Nur, ihr wollt doch alleine wegfahren. Nein.
Wollen wir mitkommen, Mina? Ja, na gut. Ich weiß genau, was du getan hast gestern. Was habe ich getan? Ich weiß genau. Und ich habe nichts getan. Und ich werde dich, habe dich verpetzt schon. Ich habe nichts getan. Was hab ich denn getan? Oh, da kommt eine Gang. Die kann ich aber. Hallo. 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 Das sind die Orange Face Fucks. Aus der East Side. Uwe Chips. Juhu. Hallo. Da vorne ist ein Wave. Da können die tanzen. Rave. Oi. Was läuft da für Musik? Na, Musik. Rave. Hä? Was läuft? Da läuft Gabba. Gabba. Fühl ich mich wohl. Habt ihr gestern noch einen Ausflug gemacht? Nee, die sind nicht mehr auffindbar. Ich wurde nämlich gerade angerufen. Die Leute fragen sich, wo die sind. Ja, wir waren auch gerade oben. Die wollen noch eine Nummer haben. Die wollen irgendwie anrufen. Nee, das wird nicht meins. Kein. Ja, die hätten wir auch gern. Mila, komm. Jungs, wir müssen kurz weg. Bleibt ihr noch hier? Wir wollen eigentlich nur obligatorische Runde hier durchmachen. Für ach so, okay. Gucken, ob die hier sind. Wer organisiert das Festival hier heute Abend? Der Roy, glaube ich. Oder die Frau DJ. Ja, welche mit lila Schnuffeltüchern? Komm, Mila. Ja, die. Ich will auch mal Zeit mit dir verbringen. Okay, Mann. Nein. Ach, wir machen das schnell und kommen dann wieder. Steig ein und hör auf zu heulen, Mann. Das ist das letzte Mal, als du geheult hast, weißt du, wie es geendet ist? Ja, ich hab ordentlich verteilt, hab ich. Ja, dann steig ein jetzt. Wir müssen aber noch auf meinen Familie warten. Mila. Mila kann fliegen. Mit Mila kann lachen, mit die Sonne im Pyjama. Aber. Komm. Mila kann lachen mit seinem Pyjama. Ja, doch. Steig ein. Woher hat man Zeit für uns? Könntest du zu vorne sitzen? Nö, hör mal zu. Ich habe dem Leser gerade gesagt einfach, ich weiß genau, was du getan hast, hab dich verpetzt. Dann wurde er auf einmal ganz nervös. Oh, Johnny hat sich halt gestern 2-3 Dinge erlaubt, man, die gehen nicht, ja. Ja, das wollte ich euch nur sagen. Mir ist das egal. Aber was ich sage... Ja, das hat auf jeden Fall Sanktionen nach sich, Mann. Also, ich halte mich auf jeden Fall da zurück bei eurem schwarzen Nuller-Sache. Ja, wir müssen jetzt eh mal gucken, Mann. Wir müssen das jetzt eh erstmal im Sand vergehen lassen. Ich habe nichts gegen den. Hab ich wirklich nicht. Aber wenn unter den Leuten Sachen sind, die einen sabotieren, da mach ich nicht mit. Und Mila macht bestimmt auch nicht bei sowas mit. Ich sag dir was, Johnny will uns gar nicht sabotieren. Der ist einfach ein Trottel. Ja, aber dann sabotiert er uns trotzdem dadurch. Ja, aber trotzdem ist es dann einfach am Ende nur ein Trottel, Mann. Ich meine, wir haben auch immer noch Wade, ja. Ja, aber das ist kein Ausrede, weil Wade hat sich benommen, so wie ich das gesehen habe. Wade hat es begriffen gestern. Aber wenn er es nicht begreift, mein Leben ist mir zu kostbar. Und das ist meine Power. Ja, ich habe heute schon mit Sandro gesprochen, Mann, als wir ihn aus dem Krankenhaus geholt haben. Und wir haben gesagt, Mann, wir sind ja eh nicht... immer da, alle 12, ja. Die ersten, die Gründerväter, verstehst du? Und, naja, wir Mütter. Haben... Ja, und Mütter, Mann. Und Mullis. Und wir haben gesagt, Mann, wir erweitern. Und, weil... Wir sind ja nicht immer alle da, Mann. Aber die ersten 12 haben immer Vorrang. Du meinst die Ersatzbank. Also wollte ich das jetzt nicht ausdrücken, Mann. Ich wollte nicht, dass wir schlecht sind. Nö, ich glaube, Mila und meine Stärken liegen sowieso woanders. Ja, aber ihr seid wichtig für das große Ganze, Mann. Na klar, wir können nicht helfen. Deshalb habe ich die Scheiße nochmal mitgenommen und meinen Arsch riskiert. Ich habe geklagt gestern, wenn du wüsstest, was ich alles gemacht habe. Da hätte ich es nur gesehen, Mann. Hättest du. Dann wüsstest du... Ich habe dich gar nicht erkannt, Curtis. Ja, ich war ohne Kamera. Aber ich hab vorhin den anderen Vorwurf gemacht, Mann. Wir hatten eine Sicherheitslücke. Die wissen, dass wir nur 12 sind. Und einer hat gestern gesagt, dass wir 13 sind. Keiner hat was gemacht. Und du hast... Ja, Fred war's. Und du hast eine rote Krawatte und ein weißes Hemd angehabt, Mann. Mhm. Und keiner hat's gemerkt, yo. Da sind's auch selbst schuld. Aber ich habe gestern auch Fehler gemacht. Ich war viel zu nervös. Ich hatte voll Angst. Ja, weil wir nicht genug geplant haben, Mann. Wir hatten keinen Notfallplan. Was der Fehler war? Mila war nicht dabei. Ja, Mann. Ja, dann wäre ich lockerer gewesen. Die hat ein Tag-Team gemacht und müssen Melka zusammen. Was machen wir hier? Ich brauche eine neue Karre.
Oh, Mr. America braucht ein neues Auto. Ja, hast du die Nummer von Mr. Banks? Ja. Du musst den anrufen und quatschen wegen dem Haus. Ja, ich ruf den an, Mann. Oder, okay. Kannst du das machen? Ja. Sag, der Preis gilt für ihn rund auf 130. Ja, Mr. America, guck dir mal, was dir gefällt, Mann. Und guck mal nicht auf den Preis. Ich will das Billigste. Nein, guck nicht auf den Preis, Mann. Guck, was dir gefällt, jo. Doch! Mann, ey. Reservespieler nur für Gambeinung. Nee, das werde ich nicht machen. Das darf. Also, wenn ihr so einen Shit plant, Chat, sag ich euch ganz ehrlich, ist richtig cool. Wäre ich auch dabei. Guten Tag, Mr. Bobby. Aber dann sollten sich ja auch alle so an die Regeln halten, die einen Sandro und einen Roy quasi die Oberhäupter OGs quasi aufstellen. So. Das war gestern zu randommäßig alles. Schade, Mann, schade. Okay, aber dann suche ich einen anderen Interessenten. Ich habe das nämlich extra für Sie frei. Frag mal wegen dem Chicken Mila. Und wie sieht's aus mit dem Chicken Mila? Ah, schon eher. Ja, ich bin jetzt auch im Auto-Business. Verkaufe eigentlich alles, was mir in die Hände kommt. Also was stellst du denn vor? Was willst du denn zahlen? Ja, wie viel war da drin? 100? Ich glaube 130. 125, 130, sowas, ja. Ja, pass mal auf, 115, ja. Wenn ich jetzt noch runtergehe, dann wird das alles von meiner Provision abgezogen. Sag, das geht in die Kummel der 2-Cabrio-Kasse. Außerdem geht das in eine Porsche, Mann, Porsche Cabriolet-Kasse. Ich gehe im Turm auf Co. Und kein Spüler ab. Okay, 110, Mann, 110, letzter Preis, aber dann verdiene ich nicht mal was dran. Da geht meine Provision flöten. Ja, für dich sowieso, Triple B. 110. Aber plus Tuning mit Teilnatz für die Neukarre. Und 20% Gutschein für Teilnatz. 50. Okay, 30, please. Alles klar, Mann, dann kontaktiere ich den Halter des Fahrzeugs oder melde sich dann bei dir. Wollen die denn jetzt hier? Pace. Ja, was gerne. Oh. Ja, 110, Mann. Wo meinst du, ich soll den abgeben? Du willst so einen Porsche. Aber der hat Wildcats-Kennzeichen. Nix mit LS, einfach nur Wildcats. Ja, das ist mir doch egal, ich habe jetzt 110 gemacht. Yo, fuck, was bist denn du heute so, du Arschloch? Ja, hol dein Handy raus, ich gebe dir die Nummer. Warum bist denn du zu mir? Gestern habe ich deinen Arsch gerettet. Er hat noch keinen Kakao von mir bekommen. Ja, Mann, gib ihm einen Kakao. Ja. Stecken wir den Kakao in seinen Bühlfratze. So, 399. Halt deinen Strohhalm. Ja. 595. 595. Ja, und welches Auto gefällt dir? Scheiße. Ich hab schon wieder vergessen, wie der heißt. Ja, dann guck doch mal. Das ist von Mr. Banks, ne? Ja, genau. Ja, der ist noch warm. Ja, Mann, danke. Jetzt guck, was das Auto heißt. Mann, Kakao-Trinkepäckchen, ey. Ja, fuck it, du bist echt ein schlechter Mann. Der Mann hat gesagt, der heißt Tornado. Was willst du mit einem Tornado? Ja, warte. Warte mal, stopp. Ich habe noch einen Trebek, den fahre ich nie. Ja, sie hat schon einen. Ich habe noch einen. Eigentlich nix. Mila? Ja? Der Mr. Banks will uns für den Chink Mila $110,000 geben. Aber ich weiß nicht, ob wir den verkaufen sollen. Wir können ja das Haus verkaufen. Warte. Boah. Nö, mach ich nicht. Nö. 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 Hey, komm mit, Mann. Einfach nö. Was ist denn dieser AJ? Boah, ich hab schon voll gut Geld gespart. Bei was denn? In mein Konto. Ab 25.000. Noch ein bisschen, dann krieg ich mein Zweitraumauto. Wie viel Kohle hast du? 25.000. Boah, ich hab 132.000. Nicht schlecht, Herr Specht. Wir müssen das Haus loswerden. Irgendjemand will doch bestimmt ein Haus kaufen. Ja. Aber woher? Aber wer ist die Frage? 100.000 will ich für das Haus haben. Warum müssen wir mal nachfragen beim Kuh? Wer ist denn reich? Ach so, wegen dem Haus oder was? Jo. Mhm. Ja, warte, da rufe ich noch mal an. Ruf mal, ach, stimmt. Ruf doch den Barry an jetzt. Ja, aber wir wollen eher das Haus verkaufen, statt das Auto. Ich hab. Du fällst mir jetzt gerade in den Rücken, Mann. Nein, ich rufe den gleich an, ich kenne das mit dem. Wo ist das Hunter hier? War nicht da. Scheiße. Okay, Mann, aber der ruft mich zurück.
Ja, will schon. Oh, fahren wir zurück in den Park, oder was? Okay. Ja. Ich hab Schokolade. Die hab ich dir geschenkt. Ich war mit dem Mika. Du musst mich auch bestimmen, ein bisschen aufgebracht. Und warum bist du aufgebracht? Na, weil du mir gesagt hast, das ist voll der Profi-Shit. Und dann ist das voll Clownswerster. Ey, normalerweise ist das Profi-Shit, Mann, aber gestern war... Ja, ja. Wir haben unser Glück gestern im DOJ aufgebraucht, verstehst du? Nö. Hätte der Dude nicht die Karren weggehauen, hätten wir schreien können, wir haben Geiseln, dann hätten die uns nicht gestürmt, dann hätten die Ende tun können und dann hätten wir abhauen können. Ah, hätte Fahrradkette, Mann. Nix hätte Fahrradkette. Boah, warum stinken das so nach Schwanz? Wenn du wirst das, Mann. Du musst auch mal wachsen an deinen Taten. Das mache ich täglich, von Minute zu Minute, Mann. Das merke ich. Ich bin alt, Mann, aber ich lerne immer noch dazu. Hey, wir, Sandro und ich haben schon analysiert, Mann. Wir haben die Fehler erkannt, jo, und nächstes Mal gibt das nicht. Ich habe halt auch Fehler gemacht, Mann. Ich bin der, der für die Sicherheit zuständig ist. Der, den den Leuten nochmal sagt, was kraft euch, Mann. Sicherheit, das ist war gestern keine. Ja, genau, weil ich hab's auch verkackt, Mann, weil ich so beschäftigt war, irgendjemanden reinzuschmuggeln. Ja, beschuld. Häng dich selber. Ich hab super viel erledigt. 3 Stück waren wegen mir auf dem Boden, wegen der Knallerei. 3 Stück, Mann. Also ich meine gesehen zu haben, dass 3 Stück weggeflogen sind. Ich bin abgehauen, war safe, Mann. Und ich hab mir da kleinen Scheiße fürs Team und bin nochmal zurückgekommen, yo. Wir haben mies geballert. Dann wart ihr, dass die geschossen haben, die mich quasi gerettet haben. Die gerettet? Warum haben wir dich gerettet, Mann? Na, als geschossen wurde, sind die von meinem Müller-Container weggerannt. Und dann konnte ich flüchten. Zur nächsten Müller-Tonne. Ja, warte, also haben wir dir deinen Arsch gerettet? Ja, quasi schon. Ja, sonst beschwerst du dich, Mann. Weil der Idiot auf den Tank geschossen hat in unserer Halle. Ja, das glaube ich. Nein, Mann. Also sagst du, dass ich lüge? Nee, das will ich nicht sagen, Mann. Aber vielleicht, ja, wir haben nicht die besten Schützen, Mann, bei uns. Er hat angekündigt, Boy. Er hat gesagt, geht da weg, schießt jetzt auf den Tank. Und dann hat er sich totgelacht. Doch. Und dann stand er da. Dann stand er da 3 Minuten einfach nur rum. Und hat gar nichts getan. Und dann hab ich den aus dem Augen verloren. Und ich glaube, dass ich mit Kim... Ich glaube, dass Kim rosa Haare, ne? Mhm. Ja, aber das war dunkel, Mann, das Licht und so, du weißt doch. Fick dich. Hör auf, mich davon überzeugen zu wollen, dass der es nicht war. Ja, warte, ich spreche einfach Johnny direkt drauf an, Mann. Natürlich will ich das abschreiben. Aber ich weiß, dass ich werde ihn abknallen. Du knallst hier schon mal niemanden ab von uns. Wie? Sonst müssen wir dich abknallen. Warte mal, du willst Stress mit mir? Nein, aber wir haben da so ein paar Regeln. Oh, scheiße, Mr. T ruft an. Mr. T? Jo, Mr. T und eine Goldkettenpech. Frag mal, ob der mein Haus kaufen will. Ich bin gerade unterwegs mit dem Auto. Willst du vorbeikommen? Ja, soll ich zu Paletti kommen? Da kommen wir jetzt auch hin. Alles klar, bis gleich. Bikes. Du hast gar nicht gefragt. Was denn? Ob der Haus kaufen will. Das kannst du ihn gleich fragen. Wer ist denn das? Der Tucker von Paletti und Partner. Ach, der Pfacker. Ich glaube, der mag mich nicht. Weiß ich. Das ist Mr. T, der ohne Goldketten. Was geht, Pace? Jo, was geht ab? Jo, was geht ab? Hombre. Als Gangster musst du die Stimme drücken. Amigo. Hola, Amigo. Was geht ab, Mann? Hey, Sir, der alles klar, Hesse. Hallo, Freunde, eine Frau. Oh, ich würde gerne 2 Nummernschilder mitnehmen. Genau, für die Papiere. Super, alles danke. Super, Pace. Danke. Peace out, I-Town. What y'all know about it? Warte, müssen wir nicht auf Miss Maker warten?
Hey, ich mach das mit den Papieren später. Kommt der Fucker jetzt in den Park? Jo. Hat ein paar Sachen für uns. Was dann? Irgendwelche Schlafsäcke. Oh Gott. Was nimmt mit der Ausmaßen an? Ja, mach noch bitte Arbeit. Dein Tank ist übrigens fast leer. Ja, oh mein Gott, Herr. Boah, guck dir das. Oh mein Gott, Alter. Boah. Da kann ich auch jetzt hier lang fahren. Kein. Gegen Verkehr. Was ist denn heute schon wieder los? Heute ist Sonntag, Mann. Oh mein Gott! Nein! Boah. Draußen rum, du Depp. Warte mal, war das ein österreichischer Gangster? Du Arschalter! Du Arschalter! Wie gesagt, wir stehen am Haupteingang. Was ist denn hier der Haupteingang? Da ist das A. Das ist eine gute Frage. Oh. Yo, warte. Da ist der Mr. Morales dabei. Ist Big S dabei? Jo, ich glaube, Big S lebt. Wer ist Big S? Oh, den kennst du gar nicht, Alter. Mr. Morales sollte nicht. Hey, Mann, dieses pinke Auto, Mann. Was gehört Big Auto? S? Big S, Mann, das gehört Big S, jo. Oh, Mr. M, Mr. T, jo. Hallo. Guten Hallo, Morales, hallo. So. Herr Tucker. Ich habe den Namen mittlerweile gelernt. Sehr schön, sehr schön. Pass mal auf, ich habe hier so einen für den Winter. Ich habe mir gedacht, Mensch, warte mal ganz kurz. Ja, ich melde mich gleich. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist das eine ganz nette Sache. Nee, so auch mal, nicht nur die Zelte, das ist ja auch alles, ne? Ja, die Zelte sind doch ziemlich dünn und dann das Kondenswasser morgens ist schon kalt, genau. Mann. Dann habe ich gedacht, vielleicht. Oh mein Gott! Jojo! Oder? Und wie ist das jetzt? Oh, das ist super kuschelig weich. Oh, fahr weiter. Gut. Oh. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da kann man okay. Richtig schön Snickelsnuck drin machen. Alter, teuer, Tom? Also, oh, wow. Ganz scheiße, wow. Ja. Ja, geht den Park, Mann. Das ist das Headache-Festival, Mann. Dankeschön, Herr Tanker. Das Headache-Festival. Ich gebe dir mal hier die kleinen eingerollten Dinger. Und dann kannst du dir ja hier, Boah. Bitte schön. Oh, ich soll die nehmen. Ja, ja, nimm die mal. Du hast ja den Rucksack, der hat ja nichts an. Stimmt, tu den Rucksack rein. Genau. Hast zwar alles kleine Rollen hinten dran, aber naja. Kann gut, ich das da auch haben? Bitte was? Darf ich das aufholen? Beseiteter Mensch. Gerne. Was hat er gesagt? Was ist denn los? Ja, hier ist ein Festival im Park. Ja, nimm bei. Das Headache Festival. Ah. Herr Morales? Okay. Mhm. Sie suchen nicht zufälligerweise ein schönes Bungalow im Moorpark, ne? Nein, nein, nein. Ich glaube, der Paletti sucht noch ein Haus im Mirror Park. Oh. Oh, ja, zufälligerweise bin ich im Besitz eines Hauses, was ich verkaufen möchte für einen guten Preis. Ich bin Immobilienmakler Roy L. Estate. Genau. Ermittlung. Okay. Mr. Banks und Tyner hat auch schon mitgeholfen beim Suchen, aber wir haben leider noch keinen gefunden. Ja, wo ist denn das? Welche Höhe da ungefähr? Da muss ich kurz in mein Handy gucken. Geile Lage direkt an der Ecke, Mann. Das ist eine sehr gute Lage. Blick auf den Seemann. Ecke in Form von da, wo Auto-Repairs ist oder andere Ecke? Andere Ecke. 6032. 6032. Man hat quasi schön. Alles in der Nähe. Tankstelle, Müllpark-Taverne, ja, und ATM. Die Preise steigen da, Mann. Die Preise steigen da. Das stimmt wirklich. Das ist nicht mal gelogen. Das ist jetzt eine Investition, Mann, für die Zukunft. Also, oh, wir haben damals 70.000 Mietkauf gemacht bei Dynasty für unser Haus. Mal M, komm doch mal kurz. Ich schwänze. Und unser Nachbar hat 170.000 zahlen müssen jetzt. Okay, was ist denn der Preis? Inseriert habe ich es für 150. Aber für 150. Verhandlungsbasis natürlich. Okay, ich gebe dir 140 jetzt. Ja, okay. Dann kommen wir drüber. Oh. Sind Sie sicher? Wollen Sie nicht erst besichtigen, Herr Tucker? Nee, nee, nee. Mirror Park ist schon alles. Da habe ich bisher kein Haus gesehen, außer das ist so ein Baustellengelände da vorne. Das ist echt super schön. Dann würde ich nochmal kommen zu dir. Damit ich nur das Grundstück verkaufst. Ich weiß, ich muss nur gucken wegen den Papieren, aber die hängen meistens in meiner Haustür, richtig? Ja, das können wir machen. Alles gut. Boah. Können wir morgen übermorgen machen. So. Nicht mehr heute? Nö. Ich flieg auch in den Garten da. Ist das schon mal safe? So, dann gib mir doch mal deine Kontonummer. Ja, Sir. 49. Kleinen Moment, kleinen Moment, kleinen Moment. Jawohl.
So. Überweisen. 49. 26. 26. 32. 32. 140.000. Auskauf. Perfekt, alles klar. Achso, warte mal, habe ich deine Nummer eigentlich? Ich weiß nicht, aber der Herr Paletti hat meine Nummer. Ah, aber perfekt. Ich gebe ihm meine. Ja. Das ist die 51. Ja. 933. Ja. 4. So, Dr. Kusch war das, ne? Genau. Und falls Sie irgendwann mal jemanden benötigen, einen Doktor, ja. Meine Frau und ich sind da. Schon gehört. Wir helfen, wir helfen, wo es nur geht. Wir helfen. Sehr gut. Ja, das ist ja auch machbar. Dankeschön. Muss ich noch irgendwas unterschreiben? Nee, ach Quatsch, wir machen eine Übergabe, Schlüsselübergabe, morgen, übermorgen ganz entspannt. Morgen. Ich habe in der Liste gesehen, da ist irgendwas mit Arztkitteln oder so. Ich habe den, ja, das wird oben angefragt im Backup von Dr. Chuck. Ja. Wegen Arztkitteln. Und ja. Ich habe mich auch mit Connections in Portugal um die neuen Uniformen gekümmert. Portugal, schön. Ja, oh mein Gott, wir die haben. Ja, weiter in Bangladesch, ne? Ist ja einfach günstiger auch, ne? Oh. Schön. Ja, aber Sie wissen das ja mit der, ne? Ja. Dann wird man direkt gecancelt, wenn man da irgendwie Kinderarbeit macht. Ja. Und dann habe ich einfach Herr Morales mal gefragt. Ja. Und wir haben hier einen Priester im Park, das ist der Priester Luis. Mit der Robe, ne? Genau. Habe ich auch gelesen. Also das Kittel kann ich, glaube ich, organisieren. Robe ist auch kein Problem. Okay, Robe bräuchten wir dann mal so eine Vorlage, ne? Ja. Das, Da schicke ich dann Herr Morales die Kontaktdaten per E-Mail. Perfekt, perfekt. Sehr gut, sehr gut. Jo, Mr. Thiemann, ich habe gestern Mr. M angesprochen und zwar geht es um Folgendes. Wir wollen hier so eine Eröffnungsfeier für den Pennerpark machen und heute haben wir ein Festival. Kriegen wir spontan Feuerwerks-Schussgeräte? Feuerwerk ist schlimm. Auf gar keinen Fall. Okay. Ich dachte mir so ein bisschen piu, piu. Naja, weil du musst dir vorstellen, mit dem Feuerwerk, das ist so... Diese Brandschutzverordnung, weißt du? Scheiß ich drauf, da scheiß ich drauf. An was für Regeln halte ich mich? Ja. Oh mein Gott. Gott im Himmel. Jetzt richtig was los. Ja, das wird ja knackig hier. Ja gut, dann fahren wir mal hier weg. Alles klar. Viel Spaß. Jo, also, boah, ich melde mich. Mach's gut. Tschüss, Mr. Moran. Tschüss, Herr Tanger. Tschüss. Yo, Big S ist wirklich Steht auf dem Nummernschild Puppe? Ne, Puppe. Der hat mir mein Haus abgekauft. Jetzt? Für 140.000 Dollar. Korrekt. Wie viel bekommst du davon ab? Gar nichts, Mann. Gib mir einfach die Schlafsäcke rüber. Behalt einen oder zwei für dich und Mila. Warte, aber du musst die tragen, ne? Kein Problem, Mann. Der hat mir 19 Stück gegeben. Ja, reicht perfekt. Dann gebe ich dir 17. Da, ich pack die alle rein. Alles klar, Mann. Oh, Alter. Hallo, Mila. Bruder, warum? Holst du denn das Messer raus? Alles gut und so, warum bist du schlecht gelaunt? Wo bist denn du mit Mr. Mecca? Willst du knutschen mit Ja, wir haben ein bisschen geknutscht, aber wir kommen gerade zum Paar. Soll ich dir eine gute Nachricht sagen? Sag mir eine gute Nachricht. Ich habe gerade das Haus verkauft. Ui, für wie viel? 140.000 Dollar. Boah, which bitch bist du? Der Herr Tucker von Paletti hat das gekauft. Der Herr, wer? Der Herr Tucker. Und der hat uns, der hat uns Schlafsäcke gebracht. Oh. Oh, das ist lieb. Danke. Ich habe schon zwei Stück für uns zugelegt. Für uns beide, weißt du. Die können wir aufschneiden und dann wieder zusammennehmen zu einem großen Schlafsack. Und dann gibt's heftigen Snickelsnuck. Okay. Ich weiß nicht, ob ich Snickelsnuck heute will. Ich habe Kopfschmerzen. Mir doch egal. Oh. Heute ist der 11. Am 11. gibt's immer Snickelsnuck. Mhm. Wieso denn der 11? Das ist voll die Unglückszahl. Dann nicht. Boah, dann selber nicht. Bis gleich. Bis gleich. Ja, Chat, Porsche ist drinne. Und das Haus soll für den Paletti sein, ne? Das heißt, mein Vater wohnt gegenüber. Tata. Hallo, hier ist kein Parkpass mehr frei. Herr Mr. Doch. Make-up, wir haben Schlafsäcke bekommen. Nein. Der Mr. Tucker hat uns die gegeben, damit wir im Winter nicht frieren. Oh, ist der lieb. Obwohl wir zwei Häuser im Möbelpark haben, frieren wir trotzdem. Ja. Jetzt kommt ihr Subhühner. Na, Karo.
Jetzt bin ich mir wieder nicht sicher, ob ich den Porsche kaufen soll, Alter. Jetzt bin ich mir wieder nicht sicher. Was? Ich kämpfere. Ja. Wegen deinen Zipfelmütze. Ja. Der hat schon geil bewiesen, ne? Boah, cool. $272,579. Boah. Ich könnte jetzt Porsche kaufen gehen. Komet Porsche. Porsche. Mhm. Sagst du, meinst du, sollen wir holen? Warte, ich muss noch Mr. Banks anrufen. Sollen wir holen? Wie klein Twitch können wir heute einen Schinken Miele verkaufen? Guten Abend. Guten Abend. Und dann könnte ich mein Auto vielleicht auch holen. Nee. Also aber Mila, halt, stopp. Ja? Halt, stopp. Du hast einen wunderschönen Solano. Und ich finde, jeder sollte nur ein Auto haben. Dann verkaufe ich den. Nö, was willst du denn haben nochmal? Ein Monstertag. Aber was willst denn du damit? Also das ist ja nicht wirklich ein Monstertag, aber schon ähnlich wie ein Monstertag. Ja, aber was willst denn du damit? Wir wollen weil es voll witzig ist, wenn ich einen Monstertag fahre. Ja, aber das ist nur 5 Minuten witzig, trust me. Nee, und wenn wir dann Ärger haben, dann können wir über die Autos fahren. Aber dann können wir uns auch 2 Mopeds kaufen. Aber damit kann man nicht über Autos fahren. Denk doch mal nach. Mila, glaub mir, du hast nur 5 Minuten Spaß gemacht. Mm-mm. Das soll ja was für die Zukunft sein. Was ich ist denn hier los, Mann? Verdammte Scheiße. Ich fahre schon bestimmt seit 30 Stunden das Auto. Okay, ich spare mir mein Auto ab. Oh nö, jetzt selber. Machst du mir ein schlechtes Wissen. Ja, aber du wirst mir meinen Taum nicht nehmen. Was? Mein Taum. Ich hab einen Taum. Ja. Und dafür werde dein, ich. Nein, warte, stopp. Dein Taum war die ganze Zeit Solano. Du wolltest unbedingt Solano. Wir haben gebuckelt dafür die ganze Zeit. Ich war sogar. Ja, wo ist denn mit dem mit 2 Cabrios? Das ist doch voll dumm. Na, wir haben dann 2 Cabrios und einen Viertürer. Wenn du mal unterwegs willst. Du darfst also 2 Autos haben. Dann schicken Mila gehört uns beide. Mhm. Das ist nicht meine Karre. Wo deine Karre? Nö, das ist deine Karre und meine. Und der Solano ist nur deiner. Nö. Ja, doch. Nö. Ja, doch. Nö. Wenn ich aufstehe und du bist Heier machen, dann fahr ich den Schinken Mila. Nö. Pinsel. Ja? Du musst herkommen. Wo bist du? Am Park. Vor der Tür. Auf der Höhe von Pedida. Du musst bei einer Sache helfen. Eine Sache wegen Autos. Okay. Wir brauchen eine Entscheidung. Oder du gehst im Dienst, weil deine Kollegen fahren hier schon seit 40 Minuten einen Rebeller hinterher. Mit 17 Streifen. Die bekommen ja, die den Anfang. Die schaffen das nicht, ne? Ich hab schon gemerkt. Ich hab gesehen, als der den Shop aus dem Shop gerannt ist. Ich war zufälligerweise neben den. Ist das wieder dieser Autofreak? Keine Ahnung. Na, dann kommst du her. Ja, ja. Bis gleich. Oder warum holst du den Messer raus? Mila, nö. Oder ich kaufe mir so ein schicker Auto wie Pinsel. Ich glaube, der ist nicht so teuer. Aber das ist Tuna, gerade Tuna. Tuna? Nö, ich bin eh. Nö, dann kaufe ich gar kein Auto. Aua. Nö. Du machst mir schlechte Wissen. Aber warum? Wissen. Na, weil du hast nur 5 Minuten Spaß damit. Aber gar nicht wahr. Vertrau mir. Damit kann ich überall hinfahren. Nichts kann mich mehr aufhalten. Vertrau mir. Und damit können wir immer auf den Berg fahren und ein schönes Date machen. Das können wir auch mit Chicken Meal abfahren. Haben wir gestern kann auch. Wow. Bitte, vertu mir, bitte, vertu mir. Nee, vertu du mir, Digga. Ist das Lüg? Könnte der das ist sein? Pinsel verkleidet als Lüg. Pinsel! Ja, hallo. Ist heute Lüg-Cosplay?
Ja. Cool. Wie ist dir das aufgefallen? Na, ich erkenne das in deiner Hautfarbe. Ach ja, scheiße. Du bist ein bisschen bräunlicher als Glück. Ja. Sonntag Favor, die künstliche und, Bäume. Aber wie findest du das? Ja, oh, sieht cool aus. Sieht aus wie sein Mini-Me. Danke. Ja. Weißt du das schon? Da werde ich sauer. Nö. Würdest du sagen, ich soll die Brille ausziehen oder auflassen? Also, rein eigentlich, Pinsel, ich sag's dir ehrlich, eigentlich müssten wir zu Dr. Chuck fahren. Der soll dir so eine Nasenprothese machen, dass deine Nase genauso aussieht. Wie vom Lügdi. Und das kannst du wieder zurückoperieren. Ha? Ja, Caro. So richtig fetten Sinken? Jo. Das ist machbar. Vielleicht steht dir das ja auch. Sollen wir euch dann vielleicht noch eincremen oder was? Wir können dich auch operieren. Ich kann mir eine Nasen-OP machen. Ja, komm, Mann, guck uns an, wir sind super Chirurgärzte. Wir brechen 6-mal deine Nase und dann. Aber ich will Dr. Chuck seine Arbeit auch nicht wegnehmen. Aber er könnte das machen. Er könnte dir quasi eine Fake-Nase basteln. Und die kannst du dann wieder abnehmen, wenn der die abnimmt. Aber die muss dann genau. Ja, aber lieber nicht, weil meine Nase ist mir wichtig. Die muss genauso dahin. Die sieht genau. Guck mal, du kannst jetzt vorher so ein. Wie so eine Art Foto. Du siehst, das wird ausgemessen. Du siehst genau, bevor das. Ne, bevor du operiert wirst, siehst du genau, wie lang deine Nase ist. Ein Zentimeter und alles. Hast du ein Messgerät dabei? Nee. Aber du siehst genau, das wird ausgemessen, wie deine Nase ist. Und das kannst du dir aufschreiben. Und dann kriegst du das genauso wieder hin, also Dr. Chuck. Oh, ich weiß nicht, ob das alles wert ist für dieses eine Mal heute. Das wäre schon lustig, wenn du so einen Riesenzinken haltest. Dann sei doch eine Woche eher. Eben. Ehrlich? Der lacht sich auf jeden Fall in den Hose, scheißt er sich rein. Ja. Ach, sorry, werde ich doch. Also, pass auf. Der Momo, kennst du ja noch, Memphis. Mhm. Der ist jetzt erstmal eine Zeit lang im Ausland immer wieder. Der hat mir sein Haus vererbt. Der zieht dann später bei uns ein, wenn wieder was anderes ist. Ja? Der hat gesagt, wir können das Haus verkaufen, das weißt du. Mhm. Ich hab's gerade verkauft an Mr. Tucker von Paletti. Das heißt, die Palettis ziehen bei uns auf Straße hin. Okay? Und ja. Ich wollte einen S2 Comet Porsche Cabrio kaufen. Ja? Okay. Mila hat ihren Surano bekommen, aber Mila sagt jetzt, sie will so einen Monster Truck auch noch haben. Und ich sag, also es ist nicht wirklich ein Monster Truck. Und ich sag schon Mila, ähnlich. Mila, du hast nur 5 Minuten Spaß daran. Und zu viel Autos ist kacke. Was stehen denn alle? Wir haben doch eine Parkanlage unten. Müssen denn alle vom Haus stehen? Darum geht's nicht. Sondern dass dann nur 2-3 Mal mitgefahren wird. Und dann ist gar nicht wahr. Doch, es wurde wahr. Ist gar nicht wahr. Mila, glaub mir, es war. Nein, glaub du mir jetzt mal. Nö, ich kaufe mir dann auch keine neue Karre. Also kaufe ich mir eine neue Karre und du kaufst keine neue Karre? Nö. 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 Weißt du, warum nicht? Weil man diese Scheißkarre, die du dir kaufen willst, die kriegt man nie wieder verkauft. Aber ich will die doch auch gar nicht verkaufen. Na, aber falls du dann merkst, okay, das ist doch scheiße, hab keinen Bock mehr, du kriegst sie nie wieder verkauft. Rausgeschmissen, geil. Aber ich fand nie ein Auto scheiße. Doch. Wie viel kostet die? Das kostet 150 oder so. 160.000. Bissig, Alter, bissig. Ja, oder? Für so ein scheiß SUV. Nicht mal SUV, so ein Truck. Ein Gendewagen, ein Gendetag. Ja, der ist riesig nämlich, aber auch nicht zu riesig. Und er ist ründlich. Da ist der, die Karre, das nicht? Die hier? Hm? Die da? Nö. So ähnlich aber. Ja. Schmutz. Aber sieht das nicht cool aus? Nö, sieht voll scheiße aus. Wow. Das aber stell dir das Auto noch dicker vor und dann komme ich da raus und sag so, mui. Nö. Also,
Ist doch scheißegal, was machst du sonst mit deinem Geld? Na, gar nichts. Na, irgendwas kann man immer kaufen. Ja, dann. Die Poaria macht. Die Poaria macht eine eigene Modemarke, weißt du, wie teuer das wird? Die ist so eine richtige Goldlocke. Hola. Hola, que pasa? Hallo. gut, gracias. Also, wir kennen uns zwar nicht, ne? Ja. Aber du bist. Nimm mir das nicht übel, aber du bist ja bei weitem coolste Mexikaner und Spanier, den ich hier gesehen habe. Oh, gracias. Ah, du siehst halt original aus wie Cartoons. Sí. Wie der Tätowierer aus L.A. Du hast einen freshen Style, Mann. Gracias. Vor allem die Timberlands. Sí, natürlich. Du siehst halt, boah, wie aus einem Bilderbuch geschnitten. Aber hier, dein Ombre mit die Goldlocke, der ist auch atemberaubend. Das ist Officer Lüge. Danke. Nur zwei schiefte Herzen. Du siehst echt cool aus, Mann. Verstehe ich. Also, welche Frau das dies mag, also wirklich. Ja. Die fahren doch bestimmt ab auf dies. Ja, ja, ich kann mich fast nicht halten. Aber die ist auch vergeben. Das ist ein anderes Ding. Naja. Das ist meine Mila. Naja, manche Schlüssel haben ihr Schlüsselloch schon gefunden, sieh. Das stimmt. Aber es gibt der Schlüsselmacher, die können dir noch ein paar. Naja. Ja, in der Grove gibt's den. Der steht immer hinter seinem Laden, keine Ahnung warum. So, entschuldigt mich, ich muss los, sonst fahren die Pendejos ohne mich los. Easy. Er sieht aus wie El Diablo von der 18th Street Gang. War ein Witz gegen den. Adios, Blondlöckchen. Oh mein Gott. Hey, ich hab da was verloren. Wir haben Fracht verloren. No. Weiter. Oh Gott. Jetzt liegen die irgendwie doch nicht mehr so cool. Wir fahren jetzt nach oben, Mila, komm. Ich will mir die Scheißkarre nochmal angucken. Okay, ich muss jetzt zu Jean-Luc. Okay, viel Spaß. Soll ich die Brille anlassen oder ausziehen? Lass die an, dann siehst du mehr nach dem aus. Weil du hast nämlich kleine Schnute. So? Ja. Okay, cool, danke. Komm, fahren wir hoch. Wo hoch? Na, zu dem Autohändler. Ich will mir die Karre nochmal angucken. Welche Karre? Na, im Norden, deinen komischen Tank. Bin ich nicht gewohnt, so schnell zu laufen? Warum wolltest du dir die angucken? Weil ich nicht will, dass wir 150.000, 60.000 für so einen Scheiß ausgeben. Alles andere. Wenn du irgendwie einen Sportwagen willst, okay. Du hast gesagt, kein Nein mehr. Nö. Doch. Jetzt hast du ein paar Mal nö gesagt. Ja, weil das eine Mistkarre ist, Mila. Doch such dir ein schicken Auto. Du kannst. Das ist ein schicke Auto. Ich hab schon ein schicke Auto. Ich brauch etwas, wo die Leute sagen, boah, ein dickes Auto. Aber ich dachte, du hast ein dickes Auto. Ja, ich hab auch ein dickes Auto, aber ich meine, so ein wirklich. Mach mal Verdeck runter, wir sind reich. Und gut. Aber das ist rausgeschmissenes Geld für so eine Scheißkarre. Ja, aber wofür brauche ich denn mein Geld? Dass wir allein schon 70.000 für den Soano ausgegeben haben, war schon lächerlich. Hm. Die Karre ist 50 wert, wenn überhaupt. Nee, nix eigentlich. Ich weiß gar nicht mehr, wo der war. Das war ein Harmony, ich weiß, wo das war. Wenn es denn überhaupt nur gibt. Ich guck jetzt Marktplatz. Weißt du, wichtig ist doch, dass wir alle glücklich sind. Ja, aber das rausgeschmissene Geld. Ja, aber ich brauche dieses Geld nicht. Weißt du, was ich brauche? Mein Liebe. Und das Auto. Ja. Und vielleicht noch ein Liebesgedicht. Das war echt schön, nämlich. Aber du kannst jedes andere Auto haben. Du kannst jedes andere Auto haben. Aber ich will doch nicht jedes andere Auto. Ich will das Auto, was ich mag. Sollen wir dir nicht ein Motorrad kaufen? Und dann, was mache ich mit deinem Motorrad? Na, das sieht so cool drauf aus.
Netzkran ja, aus links ich halten. Ich sehe auch immer cool aus. Ich weiß ja nicht mal, ob ich den Kometobob kaufen soll jetzt, wo wir das Geld haben. Du musst ihn ja nicht kaufen. Ja, du. Ich dachte mir, du, Suano, ich den Komet und schicke Milagold uns beide. Und dann bist du noch Tag Munzertag. Aber Moment mal, ich wollte den Chicken Mila gar nicht. Du wolltest den. Aber der ist doch Chick. Könntest du mich ja. Könntest, komm mal bitte zu den Isomatten. Aber ich bin gerade oben im Norden kurz. Was? Warum? Was machst du im Norden? Wir haben hier Johnny Laser. Jo, ich habe doch alles gesagt. Guck dir das Ding an. Damit kann man über Autos fahren. Welches? Der in der Mitte. Der hier? Den hier? Nee, der andere. Der hier. Ja, schau dir das an, die sind riesig. Boah! Und der ist so... schau mal, wie groß der ist. Der ist so groß wie ich. Riesig! Guck, wie groß der ist. Wow. Ich probier die Schlange mal. Wow, er schmeckt sogar riesig. Das ist eine absolute Mistkrücke. Nein. Was ist denn mit einer G-Klasse? Wow. G-Klasse? Ja, mit was so einem. Was ist eine G-Klasse? Mit einem Faktor. Mit so einem Dubster. Der ist auch so riesig. Aber nicht so riesig. Was ist das, eine hässliche Karre? Boah, und die denn noch. Die malen wir dann noch an, richtig schön. In nö, Pink. Nö, ich bin dagegen. Das ist so ein Scheißkar, guck's dir an. Hier musst guck, du draufklettern. Guck, wie riesig du bist. Ja, ich will nicht riesig sein. Ich will ich cool schon. Sein. Ich wollte schon immer riesig... Ich wollte schon immer mal riesig sein. Guck, boah! Was ist mit dem Napoleon? Was ist mit dem Napoleon? Welcher? Ich lach den da. Den Napoleon hier. Der Grüne? Ja, scheiß mal auf die Farbe. Und ohne dieses komische oben dran. Aber der ist ja gar nicht so riesig. Oder ein Rebler oder so. Aber damit ist man nicht riesig. Ich meine, wir haben eh kein Geld für die Karte drüben, ne? Hm? Haben wir nicht. Was? Wir haben eh kein Geld für die Karte drüben. Ja, noch nicht. Aber ich habe schon 25.000. Jo, das dauert dann noch 2-3 Monate, bis du das Geld zusammen hast. Na und? Du gehst bestimmt nicht arbeiten. Jawohl, ich bin da, wo man mich baut. Kannst du nicht irgendein anderes Auto haben wollen? Hm? Kannst du nicht irgendein anderes Auto nehmen? Anstatt aber jedes so eine andere Scheiß-Dreckskarre. Moment mal, okay? Jedes andere Auto, das sehe ich 100 Mal in der Stadt, aber so ein Auto habe ich noch nie gefahren. So ein Auto habe ich noch nie gesehen. Warum? Weil sie hässlich sind und klobig. Aber genau das will ich. Wie heißt der Scheißladen hier? Weiß ich nicht. Die haben wahrscheinlich nicht mal Internet. Das ist so eine Müllkarre. Das ist nicht mal ein Viersitzer. Also das hier schon. Ja, aber die ist ja noch schlimmer als die hier. Als die. Dann nehme ich das. Vielleicht können wir das Dach abbauen und ein Cabrio das machen. Kannst du mit Sicherheit nicht. Was fahren nur welche im Norden? Okay, gib mir eine super Flex-Maschine und ich flex das ab. Genau. Ist es flexen? Flex komm, man wir gucken etwas weiter. Ab? Oh, okay. Herzlich. Ugly. Ugly. Alles Ugly.
Was für hässliche Karren. Guck mal da, die haben sogar das Papstmobil. Boah, cool. Das ist doch nicht cool. Warum aber nicht? Was? Das sieht aus, als würdest du da mit Tee arbeiten gehen. Warum nicht? Ugly. Ugly. Ich sag dir etwas, ja? Es kommt nicht auf das Äußere an. Hier, den kaufe ich. Den kaufe ich dir. Den hier. Ja, war klar, dass du mir den kaufst, weil du den selber willst. Nö, weil du wolltest doch mal über die Berge fahren und so. Ja. Ja, das aber kannst das du mit dem noch groß. Besser. Und damit bin ich offensichtlich nicht groß. Mann, du musst nicht groß sein. Ich will aber auch mal groß sein. Ich hab's verdient, groß Dr. zu sein. Sag mal, geht's dir noch gut? Wer ist denn da? Halt deine scheiß Fresse! Halt du deinen scheiß Fresse, wer ist am Telefon? Wer wohl? Na der wer? Typ, den du verpfiffen hast und der kurz davor stand gedroppt. Du Idiot, hast dich gerade selber verraten, indem du sagtest, dass ich dich verpfiffen hab. Bist du dumm, oh mein Gott. Warte, ich muss kurz Wahlen rufen. Was hat der denn gesagt? Warte, hast du jetzt? Ja. Hast du das Gespräch jetzt von ihm mitbekommen? Von wem? Na, Leser hat mich angerufen, glaube ich. Ja, ich war da, Mann. Wir haben das, Jo, weißt du, was der zu mir am Telefon gesagt hat? Ich sag, wer ist denn da? Dann sagt er, jo, hier ist der Typ, den du verpfiffen hast. Und ich sag, jo, jetzt hast du dich ja selbst verraten, du Idiot. Boah, ist der dumm. Nee, er war geständig, Mann. Er war gerade geständig, dass er das war. Ja, er hat du? Das vor allen zugegeben. Und du hast mir nicht vertraut, Digga. Ich hab dir vertraut, sonst hätte ich das schon immer da gesprochen, oder? Also. Weißt du, du regst dich viel zu viel auf. Nein, ich reg mich nicht auf. Aber schau doch mal deine körperliche Haltung. Ja, ich muss mich entspannen ein bisschen. Boah, Mina, das ist so ugly. Das ist so ugly. Es kommt nicht immer auf die äußeren Werte an. Ich ruf mal Mr. Banks an. Wer ist das? Na, der Punteinert. Hi. Ich hab unser Auto angelassen. Ja. Bleiben wir hier. Aber ich hab unser wir Auto angelassen. Red nicht dran. Hi. Und wenn überhaupt, Milana, wenn überhaupt. Ja? Dann die linke Karre. Die linke. Die rechte kannst du so in die Tonne kloppen. Das sieht aus als. Als wärst du so eine Karen. Das... Cool. Guck mal, da ist sogar ein Haken dran. Ich glaube, du weißt nicht, was links und rechts ist, ne? Die? Dann überhaupt die hier. Auch ein Haken? Auch ein Haken. Unten. Die haben alle einen Haken. Die Sache hat einen Haken. Weißt du, was der Haken ist? Dass sie viel zu überteuert sind. Die sind kein... Überleg mal, Mila. Komm mal her. Überleg mal. Einer dieser Mistkarren hier kostet mehr als ein Komet. Das ergibt keinen Sinn. Wen juckt's aber? Mich juckt's. Weil ich hart arbeite fürs Geld. Ich bin... Das ist mein Geld. Ja, komm, als ob du Hundefutter verarbeitest und so. Nee, letztendlich nicht. Muss ich doch dran kotzen. Gar nicht wahr. Warum legst du nicht mit deiner Schwester zusammen und dann kaufe dir 6x6? Aber das ist dann hier 6x6. Na, der gehört durch beide. Außerdem ist ein 6x6 nicht riesig. Na, der ist genauso riesig wie der da. Mm-mm. Was ist, wenn ich dir das beweise? Dann kriegst du sowas auf den Mund gehauen, ne? Ich will das hier. Boah, der schmeckt auch riesig. Okay, na. Weißt du, was aber am wichtigsten ist? Dass du das bekommst, was du willst. Nein, wir aber haben aber ich muss betteln. Kann ich Kabel kaufen? Was? Musste bei Momo betteln.
muss überbetteln, muss mich drum kümmern, Haus verkaufen, alles. Und dann Geld zusammenschnurren. Moment mal, ich hab nie gesagt, du sollst das machen. Das kam alles von dir. Aber überleg mal, ich hab ein Haus geschenkt bekommen quasi, oder wie? Und wie lange es gedauert hat, bis ich die Kohle für den Komet hab? Was denkst du, was da, wie lange das dauert, bis du 160.000 für so eine scheiß Drecksmöhre hier überteuerte Scheiße zusammen hast? Wahrscheinlich 20 Jahre, aber das ist mir wert. Nö, nicht wert. Doch, das, wert. Überleg mal von Wohl, ne? Von Wohl, die Karre. Der von vom Dr. Lükrisbeck, dem Lambo Brambo. Ja? Den hat er verkauft für 120.000. Du willst mir sagen, dass so eine scheiß Dreckskarriere mehr wert hat? Nö. Vielleicht habe ich den Preis auch nicht richtig im Kopf. Doch, aber ich erinnere mich dran. Na siehst du, dann bin ich doch richtig. Wie heißt denn der Bummschub mir? Und ich sage, das ist es mir wert. Ich rufe den Fachwechsel an. Ich besorge mir seine Nummer. Ich gebe dem, für die Karre gebe ich dem 40.000. Das wird dir doch nicht mit. Ja, dann schlage ich dem die Fresse ein. Ja. Nein, Roy, was hast denn du nicht? Die Nummer von diesem scheiß Autohaus in Harmony? Weißt du, wie die heißen? Nee, Mann. Die verkaufen hier so komische Offroad-SUVs. Ja, aber ich habe da noch nie einen gesehen, Mann. Aber weißt du nicht, wie die heißen? Ey, weiß einer von euch, Joe, wie der Harmony Offroad-Laden heißt? Nee, Mann, keine Ahnung. Was ist denn das für ein Auto? Okay, lange. Kriegst du eine Krawatte? Solltest dich wirklich nicht so viel aufregen. Doch. Das ist nicht gut für deinen Blutwert. Für dein Blutwert. Ist das nicht gut, weißt du? Deine Schwester ruft mich an, ruft du die an. Ich muss wie nicht gucken. Hier. Vor 8 Wochen. Ammenau, was ist mit denen? Du hast Curtis angerufen? 5 Stunden. Achso, das ist angepinnt. Ich glaube nicht, dass wir haben die heute noch nicht gesehen. Curtis, wüsstest du, wo die Mayans sind? Nö, keine Ahnung. Keine Ahnung, sagt er. Offroad Harmony, ich spreche mit Spenny, hallo. Hallo, hier ist Curtis, wie sind denn ihre Öffnungszeiten, Mauthaus? Wie Öffnungszeiten? Na? Wenn wir da sind, sind wir da. Wenn wir posten, wir sind da, sind wir da. Achso, okay. Also warte. Aktuell sind wir da. Nur jetzt gerade ein bisschen verhindert, weil wir gleich einen Termin haben. Einen kurzzeitigen. Achso, ich brauche hier so ein Preisdings zu 2 Autos. Ja, das ist kein Problem. Die können wir auch am Telefon geben. Ja, aber ich weiß nicht genau, wie die heißen. Ah, okay. Das hier ist der Hayata, so, das steht hinten da. Mila, ich verstehe kein Wort. Steht hier hinten da. Moment, ich guck mal hinten drauf. Hayata. Einmal für den Hayata, Rapid Hayata. Ja, der kostet 125.000. Wie kann, warum, also, warum ist denn der so, warum ist der teurer oder fast genauso teuer wie ein Komet? Weiß ich nicht. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Okay. Naja, das eine ist ein Offroader mit viel Auto und halt die Bauteile sind halt qualitätsmäßig und ein Komet ist halt ein Rennsportwagen, ne? Dass der halt nochmal andere Sachen hat, ist natürlich ein bisschen schwieriger. Okay, und dann links daneben den Sand King. Also der Sand King kostet 75. Nur? Ja. Das ist aber, ja, okay, dann sage ich das meiner Frau, weil die wollen ja nämlich so ein Ding haben vielleicht. Ach so, alles klar, hier weiß ich Bescheid. Okay, danke. Schönen Tag noch. Bye-bye. Nein, der hier kostet irgendwie, hab schon wieder 130 oder so. Und der kostet 75 nur. Okay. 130. Ja, das schaffe ich. Was der mir für eine Begründung gegeben hat, das ist halt viel Auto dran. Ist der bescheuert? Die Preise ergeben von und hinten keinen Sinn. Weiß nicht. Ich weiß nicht, was Sinn ergibt, weißt du? Wir fahren jetzt nach Teilnutz. Und ich fahre. Hey.
dir schon mal Babitz, was machen Sie hier? Ach du Scheiße, was hättest du mich überfahren, Laura? Ich hab dich schon gehört. Ehrlich, wie geht's dir stets? Was macht die Kuss? Ich sag Ihnen ganz ehrlich, ich erzähl Ihnen was. Ich hab mein Einsatzquot gekauft, Laura. Mhm. Ein Einsatzquot gekauft in der gleichen Farbe wie die Dienstfahrzeuge. Ich meine, da gehe ich auf Quad-Spedition, Laura, in den Dienst, Laura. Was? Sag mal, habe ich wieder Droge genommen oder was? Du hast schon milder Dingswasser getrunken. Ich sage dir, 10 auseinander. Umso öfter mehr und sehe, umso offener werde ich. Ich bin aber noch schüchtern. Also folgendermaßen, ich habe mein Quad gekauft und das Quad habe ich mir in die gleiche Farbe gemacht wie die rote Buffalos. Und die rote Buffalos sind genauso geil wie das Quad. Und ich nehme das Quad und das hole ich jetzt ab und dann gehe ich auf Quad-Tour, Longer. Also Quad-Dienst-Tour, Longer. Ach so, die sind aber nicht hier. Die haben gerade einen Termin um mir gesagt. Ja, der hat gesagt, schon um 21 Uhr. Ach so, dann bist du der Termin. Ja, warum? Dr. Babitz, kannst du dir vorstellen, dass diese Mistkarren hier rechts teurer sind als ein Sportwagen? Welche Karre? Der Sand King und der Briata hier. Die hier rechts, die zwei. Rechts ist wo der Daumen links ist? Genau, die da. Ach du Scheiße. Der eine kostet 130.000, der andere 75.000. Sag mal, ach du Scheiße. Kippen die oben Chore auf dem Blech? Warte, haben Sie gerade Chore-Blech gesagt? Ja. Sollen wir uns mal kurz treffen? Oder sollen wir kurz das Blech heiß machen? Lange, ich sag gar nicht Scheiße. Da gibt von Tinten keinen Sinn. Okay, warte, Sie was? Wir müssen den zuschwitzen. Wir müssen das organisieren. Also, was wollen Sie? Wie heißt das Ding? Briata und ein Sand King. Gesundheit, was? Frau Miller. Briata und Sand King. Gleich steige ich aus dem Pulli. Ich schreib mal so. Also, Ciabatta mit was? Mit Senf? Briata. Briata und Sand King. Nein, Briata. Wie Rau Gillette. Wie Gillette? Na, Briata, den muss ich kaufen. Ich schlag den gleich zusammen. Ich sage dir, aber ich sage, Dr. Legalize, Dr. Kusch, ich sage dir, wie es ist. Der ist extra, der Italiener, der ist sage extravaganza. Die sind beide geil, Longer. Das sind voll die Mistkarren. Was? Guck mal, was ich hier drin sitze. Das ist ein richtiger Mushi-Magnet. Was? Mushi war was? Ja, Mushu-Magnet. Was? Ach du Scheiße, ehrlich jetzt? Findest du den Sorano, den wir hier gerade fahren, nicht schön? Nochmal, was hast du gesagt? Sie müssen mal ein bisschen langsamer schwitzen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, Sie sind mal ein bisschen langsamer. Dr. Babitz, ich fahre jetzt. Also bevor Auto, ich komplett ausrasten sollte. Das Auto, wo Sie drin hocken, den ich tausche gegen Quad. Sag mal, hast du Lack gesoffen? Ja. Ich hab mir in der Soda schon mal Lack reingemacht. Was? Ja, wie was? Also, ich sage Ihnen ganz ehrlich, auf der Straße sagt man dazu Real Talk. Real Talk. Ich glaube, das ist das schönste Auto. Auf der Straße sagt man Re-Rap. Re-Rap? Mhm. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich glaube, das ist das schönste Auto, was ich seit langem gesehen habe. Ich sage Ihnen, wie es ist, gell? Ja, pass auf, und das gehört meiner Frau. Aber meine Frau will jetzt so einen Bumswaggon nach hinten rechts haben. Aber die frisst mir die Haare vom Kopf. Ist die Frau neben Ihnen oder ist die Frau neben Ihnen ihre Affäre und ihre Frau hockt zu Hause am Ich habe keine Affäre, ich habe nur eine Frau. Warum? Und das was? Ist die neben mir. Ach du Scheiße, hallo, schönen guten Tag. Ach so, warte mal. Das ist Mila, die arbeitet da im Baker. Ich glaube, ich habe die schon mal kennengelernt. Die hat irgendeine Geschichte erzählt. Ich habe gedacht, die wäre auf Ayahuasca-Tour lange. Ich sag Ihnen ganz ehrlich, irgendeine Geschichte hat sie erzählt. Ich mag Ayahuasca. Ach du Scheiße, ich war 18 Jahre auf Ayahuasca-Welttournee. Aber alle gesagt, Frau Kusch, ich sag Ihnen, sagen Sie mal, rast Ihnen der Blocker, warum wollen Sie so ein schmottriges Auto da hin? Eben, genau meine Rede. Aber schau doch mal, wie groß da das ist. Da hast du gesagt, da gehe ich halt. Also, nein, schau, hat sie gesagt. Herschauen. Guck mal, wie groß das ist und wie groß ich damit dann bin. Super, was ist, wenn sie damit angefangen wird, dann ist die Kauleiste weg und dann muss der Dr. Schulz wieder kennensanieren, der Kusch. Und dann? Was ist okay? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, guck mal, die Kauleiste auf Kauleiste höher. Wobei, warte mal, ich sage Ihnen ganz ehrlich, der Stoßdinger auf Nase höher ist super, können Sie schön eine legen, papp, in den Eirüsseln. Ah. Wie der schmeckt, der schmeckt wie mein Socke. Lange, warum schmeckt der? Scheiße, Dr. Kusch, ich sage Ihnen, wie es ist, ich habe Ihre Frage in dem Griff, Lange. Guck mal, wie groß ich jetzt bin. Ich kann die ganze Welt von hier oben sehen. Bin so fein. Wie sieht's aus, die Welt? Erzähl es mal, später ist, Lange. Ja, was geht ab? Was geht? Hey, du, eine dumme Frage. Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Perfekt, dann gib mir das doch mal an. Hast du vielleicht irgendwas zu tun? Haben die sich nicht schon bei euch gemeldet? Bestimmt. Nee, nee. Also die waren gestern kurz bei uns, aber... In welche Richtung? Wir haben nur einen auf den Finger bekommen. Überall um uns herum. Wenn wir da mit 10 Leuten in 3 Leute reingerannt sind. Von die Insel. Es war so. Ich telefoniere gleich mal um. Ich guck mal, ob ich irgendwas organisieren kann. Das wäre super lieb. Ich melde mich gleich wieder. Alles klar. Es ist überall Wasser. Sogar in uns ist Wasser.
Scheiße, bei Ihnen rast der Blocker, Herr Kusch. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, die müssen sowas machen, gell? Ja, ich weiß. Ja. Kannst du ein schickes Auto nehmen? You know, ich baby, I hold you the stars from the Himmel. Unter. Ach du Scheiße, Kusch, aber Sie sind ein Schammer. Ich bin ein Multilinguist. Was mit Sie? Multilinguist. Nun, ein Teilstückelbrot dazu, was du mal? Lange. Also ganz kurz, ich verstehe Sie gar nicht, Sie schwätzen mir einfach viel zu schnell. Ich kriege kein Wort bei Ihnen. Das ist gerade du, Dr. Bauer. Scheiße, ich sage Ihnen, wie es also folgendermaßen, ich wollte Sie nicht bei Ihrem Tätere stören. Sie sind Schlawiner. Ach, Sie haben, da ging es eben rund im Auto und jetzt machen Sie, als wenn Sie ein Auto kaufen wollen. Ich sage Ihnen ganz, dann kommt der Bubbles, kommt auch gelaufen und der ist schnell rüber auf der Beifahrer. Ich drehe durch, ich lange. Mach es so weiter, gell? Ich habe nichts gesehen. Ich habe 18 Dioptrien auf dem Turm, gell? Ja, was für ein Gampo, Bro, ich... Was? Du machst mich fertig. Ich sage dir ganz ehrlich, ich bin als fertig, wenn ich ins Bett gehe, denke ich brauche einen Bypass, Longer. Du hast keine Pfau, ne? Wogst du noch warum? Hab ich mir fast gedacht. Nee, ich sag dir ganz ehrlich, ich... Meine Ex-Affäre Sabrina aus Kolumbien, die war Furi. Ich sag dir, wie siehst du, Longer? Und ich sag dir ganz ehrlich... Am Ende war ich der Idiot, ich hab die Kartoffelschäle in der Küche, gell? Die hat mich als gefesselt in der Küche, gefesselt und gebackelt. Und dann bin ich bei Nacht und Nebel, so bin ich abgehauen. Ich sag, dann ist es nochmal. Bam, war ich weg, gell? Ich bin schon mal Kopf über einem Keller aufgewacht. Ehrlich? Der Un war gut? Und da lief SpongeBob im Fernsehen. Ehrlich? Können Sie mich mal zu dem Keller jemand führen? Ich sag, das ist unser Keller zu Hause. Ehrlich? Ach du Scheiße, also wenn du mal Darkroom-Partys oder so wärst dabei, ich sage Ihnen, wie siehst du, gell? Also wie gesagt, ich schlafe jetzt weiter, gell? Ich war gar nicht los, ich mache weiter, mache es verdeckt drauf und dann tschak, 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 Sie wissen doch, Mann, ich sage Ihnen, habe ich, Entschuldigung, Dr. Bubbles, halt, das bin ich, Dr. Kusch, nicht kündige, gell? Ich habe Sie nicht unterbrochen, was Sie da gemacht haben, gell? Alles klar. Und tun Sie mir einen Gefallen? Nee. Haben Sie ein bisschen Mitleid mit mir? Scheiße, reden Sie ein bisschen langsamer, der ist neu im Bäcker. Der macht mich fertig. Wie kann man nur so viel quatschen? Weiß nicht. Muss Pinsel anrufen. Der ist am Quatschen. Welche Karre ist dir lieber, rechts oder links? Wie? Vom Na, Buch. Der Sand King oder der Reata? Der Reata. Okay. Mann, ich muss schon wieder telefonieren. Alle wollen was von mir. Aber du rufst doch jemanden an. Ja, aber ich muss nachfragen. Reagan. Wunderschönen guten Abend, Mr. Reagan. Guten Abend. Ich wurde gefragt, ob es momentan irgendwelche Arbeit gibt. Aktuell bin ich selbst ein wenig beschäftigt. Tatsächlich. Da sind nämlich einige Jungs, die sehr hungrig sind. Wer denn? Na, Eastside zum Beispiel, die sind super ja. Hungrig. Die haben, bei mir ist auch angekommen, dass sie gestern Abend noch auf die Finger bekommen haben. Ein wenig. Die brauchen halt, die müssen halt ein bisschen Geld verdienen irgendwie. Genau wie die Ballers. Also verstehen Sie mich nicht falsch, ich will mich da nicht einmischen, ich vermittle nur. Ja, ja. Weil jetzt habe ich es angefangen, jetzt habe ich die Jobs angenommen und jetzt kommen alle zu mir. Ja, gucken Sie. Habe ich doch den richtigen Riecher gehabt. Mhm. Ja, ich schau mal, was ich tun kann. Melden Sie sich dann bei mir? Schicken Sie mir mal eine Telefonnummer von irgendwem aus der Eastside. Mach ich. Schicke ich ihm per SMS. Ja, wunderbar. Alles klar. Dankeschön, schönen Abend noch. Ebenso. Mann. Soll ich Dori vermitteln? Warum also, nicht? Mr. Regan wird jetzt eine Telefonnummer von denen haben. Soll ich Doris Nummer schicken? Kannst du? Soll deine Schwester zum Kingpin werden? Kannst du Dori anrufen und die fragen, ob die das will? Ob die damit klarkommt? Ob du die Nummer von Dovi an Mr. Wayne gibst? Ja, sag einfach ins Kartell.
Namen sind Schall und Rauch. Frag sie, ob sie die Kontaktperson sein will für die Eastside. Für das Kartell. Hallo, willst du die Kontaktperson sein für die Eastside, für das Kartell? Dann gebe ich ihre Nummer weiter. Okay, dann geben wir denen deine Nummer. Okay, bye-bye. Kuss. Ja, kannst weitergeben. Okay. Das sollte passen, okay. Ich habe eine Idee. Ja? Du willst diese blöde Karte unbedingt haben. Naja, ich spare da drauf. Oben sparen. Ui. Muss Pinsel anquatschen. Also ich brauche die nicht unbedingt jetzt. So. Lass mich kurz das klären. Und ich erzähl das doch gleich. Pinsel! Ja, ich kann. Überlege ich mir. Pinsel? Ja, Gördes? Weißt du noch ganz damals, wo wir bei den Dings waren, bei Mr. Banks von Teilnats? Ja. Da haben wir den doch angequatscht wegen unserer Geschichte, dass du eine Karre besorgen musst, sonst wirst du sterben und so. Der wollte uns doch was, also dir wollte der doch was besorgen. Ja. Ist da irgendwann mal was passiert? Nö, der hat angerufen, sich nie wieder gemeldet. Da muss ich nachfragen. Aber nicht verhaften. Nein. Okay, danke. Hat sich nie wieder gemeldet. Alles klar. Na, bis denn. Bye-bye. Ich war damals mit dem Pinsel bei diesem Mr. Banks und Teilnats und der Pinsel hat mit dem über Autodiebstahl gesprochen. Und dann hat der Pinsel gefragt, ob der Mr. Banks was besorgen kann, wo man die Elektronik mit überbrücken kann vom Fahrzeugen. Und der wollte sich melden. Und der hat gesagt, er hört sich um und er besorgt's vielleicht. Wir gehen die Scheißkarre klauen. Wir klauen den von Hof runter. Aber dann orten die den und dann ist der bei mir. Mm-mm. Oder wir klauen eine richtig dicke, heftige Karre. Und verlangen quasi dafür Lösegeld. Und das wickeln wir über Roy ab. Weißt du, warum ich weiß wieder, warum das passiert? Also, warum das funktioniert? Warum? Die Roxy hatte doch damals mit Leuten Kontakt. Und von dem einen wurde die Karre geklaut. Und der hat die nie wieder gefunden. Die wurde einfach versteckt die ganze Zeit. Und der konnte die auch nicht orten. Schade. So könnten wir ein super krasses Auto klauen. Den Besitzer quasi kontaktieren, dass der eine gewisse Summe zahlen muss. Was heißt du davon? Ich weiß nicht. Ich wollte befragen Mr. Banks, wie wir da rankommen. Wie wir es möglich können, an so einen Krankenhaus zu kommen. Und dass wir dafür Jobs erledigen oder so. Okay. Ich muss den anrufen. Ich weiß nämlich nicht, wo der ist. Doris. Hallo, Mr. Banks. Na? Ich wollte mal fragen, ob Sie vielleicht ein, zwei Minuten Zeit haben. Ja, klar. Also ich nehme die Karre, ja. Also, ja, darum geht's natürlich auch, weil ich habe gerade einen kleinen Disput mit meiner Frau. Ah, warum das denn? Also ist das so ein, ja? Na, Sie kennen doch die Frauen. Ich habe eine, Sie haben 10 Stück. Ja, ich tu die halt nur Wochentagen benennen. Ne? Na, ich nicht, bin meiner toll. Ja? Ja, aber das würde ich gerne persönlich bequatschen. Ja.
wenn Sie Zeit haben. Lässt sich einrichten, ja. Ich bin an der Werkstatt. Ja, dann komm ich dahin mit Milo. Alright, bis gleich. Bis gleich. Okay, wir sollen zur Werkstatt kommen. Okay. Ich besorg jetzt deinen Scheißkarre. Machst du mich kriminell, Bilder? Und dann brech ich komplett durch. Kriminell machst du mich! Ich hab gesagt, ich spare raus. Du kannst nicht sparen. Karo! Ich hab doch schon Geld gespart. Ja, du hast 30.000 Dollar. Ja, das ist schon mal ein Anfang. Oh, dann fehlen dir noch 100.000. Mhm. Ich muss schon wieder telefonieren, ne? Bevor ich Fehler mache. Ja, könnte ich. Bro, ich brauche eine Info. Ja, wo bist du? Warte, was willst du? Der Mr. Banks. Ja. Ist der auch bei diesem Abendmahl mit verwickelt gewesen und so? Ja, der war auch beim Abendessen, aber eigenständig, Mann. Und der war ziemlich sauer, dass seine Tarnung aufgeflogen ist und so. Okay. Ich will also, nicht treffen uns jetzt mit dem. Aber wegen dem Auto oder was? Nicht wegen dem Auto. Es geht aber um Autodiebstahl wahrscheinlich dann. Mila will unbedingt einen Reanta haben. Und ich versuche das über irgendwelche Jobs zu klären. Jo, wenn der. Es gibt so Teile, Mann. Stehst du an, Mann? Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Jo, wenn du dafür welche besorgen kannst, Mann, dann sind wir ganz dick im Business. Ja, hier ist Autoverbot, du Arschloch! Ich glaube nicht, dass wir mehrere Teile bekommen. Aber kennst du dich damit aus? Ja. Wenn ich damit eine Karre klaue. Gehört die Karre mir? Nein, aber wir können die verkaufen. Ich telefoniere gerade, Johnny. Aber man kann nicht verkaufen. Alter, hast du nicht geschminkt, Mann? Oh, dieser Typ, Mann, Alter. Okay, ich muss das nur wissen mit dem Namen mal. Jo, besorg die Teile, Mann. Ich bin auf dem Weg. Ja, Pix. Okay. Roy sagt, wenn du sowas zum Überbrücken hast, kannst du die Karre klauen und du kannst sie dann weiterverkaufen. Weiterverkaufen. Oh! Hallo! Kurzer Stream heute, by the way, nur. Wir haben auch schon wieder irgendwas geplant hier. Ja. Junge, jeder Scheißkriminelle in der Stadt hat einen holt sich immer Busse. Wir fahren jetzt zum Typen von Tyana zum Quatschen mit denen, weil ich will ein Auto. Aber Ködes sagt, das kostet viel zu viel Geld und darum will der das klauen. Hm, Dankeschön, bis später. Bye bye. Kingpin, schlaf gut, bye bye. Oh, ich lese die einen Subs gleich vor. Verzeiht mir bitte, ich bin so vertieft, Alter. Und wie geht's dir? Na, ich, mein Kopf brodelt schon wieder. Ja. Wunderschönen guten Abend. Leck mich am Arsch, ne? Das ist schon ein hübsches Auto, ne? Ja. Aber viel zu überteuert, sag ich ihm, wie es ist. Ja, was kostet denn der? 70.000. Ja, nehm ich, ne? Der kostet neu 70.000, Mr. Banks. Ach so. Aber ein Faktor. Das Ding ist teurer als ein Schaffler vor 12. Naja. Schäfter ist halt ein Schäfter, ne? Ein Schäfter müsste weitaus teurer sein.
Ein Talonale. Aber fährt sich gut. Das glaube ich, ne? Vor allem das Schiebedach hat es mir angetan. Na, dann gibt's aber bei einem Faktor. Ja, vielleicht lege ich mir den zu. Wobei eher nicht. Also. Ich habe viel zu viele Autos, ne? Das ist echt schon. Also für die Stadt ist der gut, weil der sehr gut in der Straße liegt. Und wenn da Wellen kommen, dann geht's bis 250 hoch. Wir sehen uns. Bye-bye. Ja, dafür habe ich hier den XA T20. Ja, T20 ist halt nur ein Pistolter. Ja, das schon mal. Ja. Oder Italy SX. Ah, das ist nicht so meins, ne? Nicht? Also absoluter Favorit natürlich der X21, gefolgt vom T20. Vom Handling oder in Geschwindigkeit? So eine Mischung aus beiden, ne? Handling natürlich T20. Da empfehle ich Ihnen den Pariah. Ja, Also für schnelle Sachen Pariah. Nonplus Ultra. Ja. Ist ein Hybrid, ne? Nee. Nicht? Mm-mm. Ah, das ist aber so. Hybrid, ja. Ich glaube, das Schnellste, was man hier fahren kann, was angemeldet ist. Obwohl ich schon mal damals von Roxy gehört habe, ich glaube, das ist sogar von ihm. Da gab es irgendwie einen Komet, glaube ich. Der ist doch 300 gefahren, unangemeldet. Ach, du Scheiße. War der nicht von ihm? Ach, meine Ellie meinst du? Nee, Ellie war das nicht. Oh, Hallo, Herr Walker. Ja. Kann es sein, dass Sie. Nick, schon okay. Haben Sie einen Helikopter Geht's wieder gefunden? Geht's Ihnen gut? Sind Sie nicht verletzt? Nee. Nee, warum? Na, ich habe mitbekommen, dass da gestern ganz schön viel Trouble war. Ich war gestern nicht im Dienst. Ah, gut. Besser ist das. Haben Sie einen Helikopter wieder gefunden? Da habe ich nichts mit zu tun. Okay. Da war ich nicht im Dienst. Also, ich würde einen kaufen, ne? So ein Helikopter fehlt mir auch noch, ne? Muss ich halt hier ich nehme auch gerne einen. Ja. Hey, das steht doch ganz oben auf der Weihnachtswunschliste, dachte ich, Barry, oder? Ja, aber wer schenkt mir denn was, ne? Na du dir selber. Die Leute denken immer, ich hab alles. So ein paar Geschenke würden nicht wehtun, ne? Das so. Das ist richtig. Na, verkaufen Palette und Partner nicht der Helikopter? Boah, ich hab keine, ich denke nicht, ne. Also laut zuversichtlichen Dingsquellen weiß ich, dass die im Privatbesitz einen haben. Ja, nicht nur einen. Ich hab einen Schlüssel davon, aber. Aber Mr. Banks, halt falls eigenen, Sie mal einen Helikopter brauchen und sich vielleicht im Finger geschnitten haben, da sind die Mediziner aus dem Baker stets bereit herzufinden. Alright. Papier ist überhaupt kein Problem. Tödlich, ne? Eben. Naja. Warum bist du nicht im Dienst, Walker? Feierabend. Bettchen. Hier wieder hier auf dem Berg bist du. Nee, der Wald ruft. Du alter Windwalker, du. Naja. Oh, so in die Berge wäre halt auch mal wieder schön, ne? Ich habe übrigens das Haus verkauft bekommen. Sehr, Ehrlich? Sehr geil. Das hat mir der Herr Tucker abgekauft für den Herrn Paletti. Was will denn der damit? Also ganz ehrlich, ich glaube, die wollen da so eine Bumsbude haben im Möbelpark. Oh, so ein Secret Room, ne? Ich glaube schon. Er hätte doch mal lieber zugeschlagen, Barry, ha? Naja. Na, das Haus ist in einer Top-Lage gewesen. Oder immer noch. Das war schon gut. Glaube ich. Aber man kann halt immer nur in einem schlafen, ne? So wie man nur in einem Auto fahren kann. Jo. Man kann zwar so eine Kolonne bilden lassen, aber das ist auch irgendwie, naja. Oder man schläft mal hier, mal da. Wie bei mir zu Hause. Manchmal darf ich im Bett schlafen, manchmal muss ich auf Couch bellen. Je nachdem, wie ich mich angestellt habe. Und welche Wünsche ich erfülle, ne, Mila? Ja, aber klar. Das ist eigentlich voll die gute Idee. Also meistens ist das... Ich wünsche was, ne? Ja, willst du schon Tschüss. Mein Gott, hier gehen da Karren außen rein. Ja. Ich habe vorhin gesagt, heute ist ruhig und seitdem hört es nicht mehr auf. Ja, Daily Business, ne? So muss das sein. Aber... Na, nachdem, was gestern passiert ist, kein Wunder, dass so viele los ist. Was ist passiert? Na, da wurden noch so ein paar Tuner entführt. Ach, Benny, das interessiert mich nicht. Weißt du, die Konkurrenz, also das ist ja nicht mal eine Konkurrenz, Bennys, ne? Bennys ist halt so ein, naja, man hat die so ein bisschen aufgebaut, bisschen so den Startschuss gegeben. Aber irgendwie, weiß nicht, enttäuschend, ne? Also wir haben kein Problem mit Roxy, oder, Mila? Die ist immer nett. Aber es ist halt auch also es ist komisch, was da manchmal abgeht. Aber ansonsten ist es halt nur eine Werkstatt. Wir haben bestimmt Dreck am Stecken, aber. Ja, komplett, ne? Aber wer hat das nicht?
Hallo. Ich weiß noch ganz, ganz damals, ne? Roy Ellis hierher gekommen und meinte, yo. Er wollte zu Bennys, aber die Bennys-Mitarbeiter schießen auf Leute, ne? Deswegen ist er jetzt hier. Ja, die hatten ja diesen Konflikt. Ja, ja. Die sollten, Bennys sollte ja $500 Schutzgeld quasi zahlen. So viel. Und da hat Roxy gesagt, macht sie nicht. $500. Ja. Das in der Woche. Mal, ne? Und das wollte sie nicht tun, weil die auch keinen Schutz von dem bekommt. Für $500. Ja. Mit $500 mache ich mir meine Zigarren an, ne? Das ist so ein Ding. Geld, aber wer meint. Ja, wird mal wieder das zeigen. Hat mich auch gewundert, warum die keine $500 zahlt. Ach ja. Ja, das ist wahrscheinlich der Stolz. Ne? Ach. Stolz. Ja, wer weiß, ne? So dieses, naja. Das ist Dickköpfigkeit. Ja, das ist nicht wissen, wann man verloren hat. Ja, klingt auch gut. Wenn jeden zweiten Tag irgendwelche Obdachlosen vor meinem Laden stehen und da die Einfahrten dicht machen mit Bussen und da campieren, da muss man sich einfach eingestehen, dass man verloren hat. Ja, wenn das die halt geschäftsschädigend, ne? Eben. Was ist denn wichtiger, dass das Geschäft läuft oder dass man $500 verliert? Vor allem, da fährt ein Auto rein, ein paar neue Felgen, zack, ist das Geld drin, ne? Man muss halt größer denken, aber die Leute können nicht um die Ecken denken, das ist das Problem. Entschuldigung? Und dann verlieren die. Yo, wie kann es denn sein, dass die Grove mit Tex auf uns ballert? Was? Ja, einer von meinen Leuten wurde gerade mit einer Tech beballert von der Grove. Ganz sicher? Ja, ganz, ganz, ganz sicher. Hallo. Na. Lass mich kurz klären. Okay. Ich denke mal, wir sind da hier unter uns, oder? Klar. Ja, Curtis. Seid ihr mit Langwaffen in der Stadt unterwegs, ihr Psychopathen? Was? Wir haben keine Langwaffen. Sicher? Kannst du welche besorgen? Ja. Bist du ganz sicher? Ja, ja. Habt ihr gerade einen Konflikt mit East? Naja, ich sag mal so, die fahren einen sehr ungünstigen Telligator. Ja, aber dann... Weil er genauso lackiert ist wie der von den Mayans. Dann klär das mal schnell. Das haben wir doch schon geklärt mit dem. Habt ihr gerade schon mal den gequatscht? Ja, ja, ich hab mit ihm so gequatscht. Und da kamen halt die Cops, dann sind wir abgezogen. Ich glaube, das ist noch Redebedarf. Soll ich nochmal anrufen, oder was? Ja, besser ist, du weißt, wenn du Geschenke hast, ne, die Leute kommen und holen sich die. Auch wenn ihr keine habt. Ja, wir haben halt alle drauf geschossen, ne? Okay. Ja, da ist Redebedarf. Na, right, ja, ich klär das. Bye-bye. Bye-bye. Mann, Mann, Mann. Immer diese Psychopathen. Ach ja. Na gut, Mr. Banks, wir würden mit Ihnen quatschen. Ich weiß nicht, ob man hier so komplett offen reden kann. Ja, klar, warum nicht, ne? Wir wollten ja den Chikmila eigentlich verkaufen. Ja. Aber das ist ja eine Karre, die wir aus Europa mitgebracht haben. Ja. Der hat ja auch ein super Nummernschild, Wildcats. Oh. Ohne LS oder so. Hm. Und Mila möchte gerne einen Riata fahren. Ja. Neben ihren Sorano. Und da man ja der Frau immer jeden Wunsch erfüllt. Ja, so gut wie jeden. Ne? Aber ich bin absolut mit den Preisen um nicht zufrieden. Hm. Die wollen da $130.000 für haben. Für den Riata. Das, keine Ahnung, wer da die Preise... Ich habe nach den Preisen gefragt, wer die gemacht hat. Oder wie die auf diesen Preis kommen. Und dann bekomme ich als Antwort, keine Ahnung. Für den Sand King wollen die $75.000. Stimmt, was habe ich denn für den 6x6 gezahlt? 150, glaube ich. Ja, muss sowas. Der kostet, glaube ich, schon 50. Riata, so teuer, ja? Das ist der absolute Wahnsinn. Warum? Bei dem Besurano bin ich schon umgekippt, dass die 70.000 dafür haben wollen. Da habe ich Benefaktor auch gefragt, wie kommt dieser Preis zustande? Hat Benefaktor verkauft den? Nee, oben, Harmony. Die Hinterwelt ja, wieder. Die sind aber sowieso komplett verwirrt. Ja, die haben auch, Helion auch 60.000 oder so? 80. Ne? Das ist 80. Also mich würde echt mal interessieren, wie die auf solche Preise kommen. Jo, was geht man? Bobby Barry Banks, der Teilnanz. Der Riata. Was kostet denn der bei euch? Irgendwas 120.000, 130.000. Kann man da noch was machen? Ja, so ein bisschen geht immer, ne? Weißt du nicht, dass mich das interessieren würde, aber das ist so fürs Gefühl, ne? So ein bisschen getrickst und so, hä?
Sehr gut. Okay, weiß ich Bescheid. Bis dann. Alright, ciao. Boah, auf 120 geht der runter. Das ist halt... Wow. Das ist absolut lächerlich. Der Preis ist absolut lächerlich. Warte. Das sind 5000 Dollar weniger. Na, Mila. Ja? Allein das... Okay, das ist Geschmackssache, was du fahren willst. Aber die Karre ist den Preis nicht wert. Es ist groß und es schmeckt groß. Es schmeckt groß. Woher weißt du nur, wie große Dinge schmecken? Und nein, ich hab doch dann geleckt. Ja, stimmt. Das ist dann eher so ein normaler Dubster, ne? Hab ich ihr auch vorgeschlagen, aber sie wollen ja davon. Und da habe ich mich gefragt. Also ich kann aus verlässlicher Quelle sagen, Contender ist er doch tatsächlich ziemlich schnell. Welche Contender? Auch sehr geil, ne? Das geht, glaube ich, Mila, geht's dir um Schnelligkeit? Nein, ne? Ah, ah. Frauen. Größere Schnelligkeit? Ja, es ist richtig. Geht immer um die Größe, mal doch klar. Das Ding hat halt 500 Marschdatei. Der Preis ist komplett überzogen. Weil der ist ja auch so ähnlich, oder? Der ist ja noch größer. Jo. Ja, das stimmt. Und der kostet nur 75.000. Warum auch immer. Das ist absolut verloren, ja. Ja. Also mein Remus ist auch groß. Der ist ein Kleinwagen gegen einen Sidekick. Nein. Nee, der ist groß. Okay. Und da habe ich mich gefragt gerade, Mr. Banks, weil wir hatten uns ja damit schon mit einem Pinsel unterhalten, jetzt bei den Cops ist, weil die mich gerade sehr mad gemacht haben, kann ich die Karre nicht irgendwie vom Hof runterkriegen? Also vom Hof kriegt man die schnell, ne? Ja, schon, aber das halt mit die Papiere, den... Ne? Genau. Das ist halt das Problem. Natürlich könnte man das hier in der Stadt organisieren, dass der ganze Laden oben dicht gemacht wird. Das ist aber das kleinste Problem, ne? Die Papiere. Weil ich sehe es nicht ein, den Preis dafür zu zahlen. Das ist schon heftig, ja. Und ich denke schon, die Leute müssen ja auch wissen, so dass das die Papiere von dem Auto sind, weil geht ja nicht, dass es ein großes Auto ist, das groß schmeckt, aber wenn die Papiere nicht groß schmecken... Dann gab das hier keinen. Muss schon original sein, ne? Das ist Auto nur halb so toll, ne? Schmeckt nur halb so toll, ne? Ja, halb so groß. Ja. Wenn ich mir überlege, was... Da kommt doch die Pfirsichgeräte auch nicht ganz so gut, wenn das Ding nur halb so groß ist. Also so Hand aufs Herz, wenn ich mir überlege, was ich schon für Jobs angenommen habe von gewissen Herren und was ich an Bezahlung dafür bekommen habe. Und wenn ich daran denke, dass ich ungefähr 4 solcher Jobs machen müsste, um dieses Auto kaufen zu können, dann frage ich mich, was hier in einem Menschenleben wert ist in der Stadt. Wahrscheinlich weniger, ne? Das ist nicht so viel. Also ich würde sagen, das Auto ist 3 Menschenleben wert. Ja, das ist schon holy shit. Wenn es jetzt ein Kumel des 2 Cabrio wäre, das ist okay. Ja. Aber doch nicht für einen scheiß Reata. Die rauchen da oben Show auf dem Blech. Oh ja. Die ist auf dem Mondschein von Loni oder so. Keine Ahnung, was die haben. Ich frage mal meine Quelle. Ich weiß, dass es natürlich, ne, vor allem bei hier Autowerkstätten, dass ihr euch super damit auskennt. Aber die Papiere werden halt. Ja. Hey Max, wie geht's dir? Ja, soweit schon, bis ich den Preis vom Reata gehört habe, ne? Da bin ich ein bisschen vom Stuhl gefallen. Ja, das ist ein ziemlich krank, Mann. Naja, aber nicht verhältnismäßig. Ist das 4 Sitze oder 2 Sitze? Das ist ein 2 Sitze. Ja, das ist ein 2 Sitze, ne? Ist nur halb so groß wie ein Sand King, der 70 kostet. Also es kann sein, dass man sich hinten noch hinsetzen kann. Der hat auf jeden Fall nur 2 Türen. Ja, plus aber Koffer. Ich weiß nicht, ne? Das ist schon sehr, sehr teuer. Denkst du, der wird billiger in naher Zukunft? Alright, dann weiß ich Bescheid. Mach's gut, Max. Also derjenige, der für die ganzen Importfahrzeuge zuständig ist, der meint das so vollkommen angemessen, ne? Also der importiert die. Ja, aber was ist denn da? Ist der aus Gold oder was? Ach. Er scheint viel Ahnung zu haben. Ja, der raucht wahrscheinlich auch Blech, ne?
Dann will der Reiter wahrscheinlich 300 km fahren. Vielleicht, ne? Und sogar horizontal, so nach dem Berg hoch, ne? Was kosten T20? Haben wir Millionen? 300. Boah, ich weiß gar nicht, was habe ich gezahlt? Eine Pass? 200? 200.000. Ja, ja. Oder 270, ich weiß es nicht mehr. Nee, 200. Sind denn nicht sogar 220? Das ist ein angemessener Preis. Der Centauro kostet auch 200. Die sind alle so in dem Bereich zwischen 180 und 200. Ja, der hat wahrscheinlich einen Dreierchip drin. Ja, oder aus Diamanten gefärbt. Mir da. Ja. Toll, danke. Jetzt hast du noch okay kaputt gemacht. Wenigstens versteht einer meinen Witz. Ich verstehe den nicht. Das ist nicht so schlimm, Caleb. Du hast nichts in deinem Leben verpasst, sagen wir es so. Na okay, ich gehe auf den Bett gucken. Ach, scheiße, was? Ist der dann teurer oder wie ist das? Ja, wenn du einen Dreierschip hast, ist der auf jeden Fall teuer. Und damit zahlt man den auch nicht in Dollar, sondern in Euro. Ich dachte in Diamanten. Ah, in Endes. Ach ja, ja, ja. Schön, schön. Okay, dann machen wir. Wie viel machen wir für den Cinque Mille? Das ist das Problem. Ich will den Wagen nicht verkaufen, um einen scheiß Rater bezahlen zu können. Ich krieg das nicht übers Herz. Ja, würde ich auch nicht machen. Das, was für ein Tausch, das muss man sich mal einziehen. Ja, das. Vor allem, weil wir die Karamell das Europa gemacht haben. Was für ein Luxus-Viersitzer auf eine Offroader? Genau. Das ist ein Sedan, Mann. Das, ne, Top Speed 2. Ja, würde ich unter auch den Sedans. Ja, aber wenn du den irgendwann verkaufen willst, sag Bescheid, ne? Ja, aber nicht für 190.000. Also. Ich weiß nicht mal, ob man das Nummernschild ändern kann. Ja, klar. Geht immer. Könnte man rein theoretisch dann unser Nummernschild abmachen? Ja. Macht Max Müller, ne? Ja. Ach, stimmt, im Flughafen, ne? Ja, ja. Miau. Ja, was geht wo? Was machst du gerade? Wir sind nur bei Tyner zu quatschen. Wir unterhalten uns gerade über Dreierchips-Autos. Oh. Aber das wirst du nicht verstehen, oder? Nee, okay. Aber ich weiß nicht, was du meinst. Keine Ahnung. Ist der Rave noch im Park? Ja, der Rave läuft noch. Wir haben hier Kim, den Priester, Helen und mich, Mann. Die anderen sind jetzt irgendwie alle schon wieder abgezogen. Was machen wir denn heute? Bro, ich hab 10% Akku, ich kann überhaupt nichts machen. Okay, ich plan mal was. Oder komm her. Der hat auch jeden Tag seine Tage. Verdammter Royal. Ach, Roy. Ja, dann müssen wir mal gucken, Mila. Ja. Aber so viel Geld werde ich nicht zahlen. Nein. Und du auch nicht. Aber vielleicht. Nö, kein Bock, dass du 3 Monate da oben auf dem Maisfeld stehst. Ich will gar nicht auf dem Maisfeld. Wie willst du denn sonst an die Kohle rankommen? Betteln? Stand, ja, wie war das? Ich W25 oder so? Ich schreibe mehr Geschichten und dann verlange ich einfach Geld. Ja, und dann hast du $500 bekommen. Von 20 Leuten. Nur mal $500 mehr. Ich überlege die ganze Zeit. Plan, ne? Das ist echt ein guter Plan. Das ist überhaupt kein guter Plan. Verdammt. Man muss immer positiv denken. Ja. Mir fällt nichts anderes ein, außer die abzuknallen. Guck mal mit deinem Dumpster, wie schön er aussieht. Vor allem mit dem Felgen, mit dem Reifen. Ist halt schon, ja. Und aber auch groß, aber ne? Ist halt auch nicht so groß. Aber warum denn dann kein Sand King, wenn es um groß geht? Oder Contender. Ich hab den nebeneinander stehen sehen und der Riata war schon schöner. Wenn man da von Schönheit noch reden kann, aber sah schon besser aus. Und da oben drauf habe ich mich auch sehr groß gefühlt. Aber kann man aber den auch nicht zu auch groß. Aufmachen? Oder zu? Ja, ne? Ja, da kann man. Also, ja, aber das sieht ja kacke aus. Da kannst du drin wohnen. Oder ihr holt euch einen Guardian. Mehr Platz ist meine erste Wohnung. Boah, nö, kein Guardian, Mann.
Den Guardian doch nicht. Auch kein 6x6 oder so. Was sind solche Müllkarren? Ey. Ja, tut mir leid, Geschmäcker sind verschieden. Ja, da ist was dran. Zum Glück. Aber wenn ich an Guardian oder 6x6 denke, dann denke ich immer an irgendwelche Gangster. Nee. Das sind aber auch nur die Köpfe von der Praktikante. Die immer wieder Sonntag. Ja. Ich würde gerne Camacho kaufen. Aber der ist, glaube ich, illegal. Obwohl ich jetzt meinen gesehen habe auf Straße. Ein Camacho wäre schön. Ach, so ein 6x6 tut's auch, ne? Ich wäre wieder der Rusty Rebel. Nee. Wir reden von groß, Naoki. Da können wir nicht mitsprechen. Kleinwaage. Gabi, dann müssen wir gucken. Na klar. Das wird schon. Wenn selbst der Typ, der die importiert, sagt, der Preis ist okay. Ja, ja. Wie hieß der Max? Ja, ja, Max Müller, ne? Das ist der vom Flughafen? Ja, ja. Ja, dann muss man den, glaube ich, schon besuchen. Oder sind sie befreundet? Naja, ne? Geschäftlich, geschäftlich, ne? Das Problem ist, der Typ ist so eine gute Seele. Yeah. Sobald du aber mit ihm redest, wirst du da einfach nichts. Da kannst du nicht mehr böse. Ja, wir haben schon mal dem gequatscht, als wir den Soran angemeldet haben. Ja. Kannst du mir nicht erzählen, dass du auf den steckig sein kannst? Nicht auf den, aber auf den Preis. Ja, gut, ja. Dieses scheiß verfluchte Geld. Ja, das Geld. Aber das ist ein gutes Stichwort, ne? Ich gehe jetzt ins Casino. Nimm mich mal. Ich habe gelesen, dass die zumachen. Vielleicht ziehen die um, ne? Ach, die boah, ganz große wahrscheinlich. Ich weiß schon nichts, Mann. Das ist doch ein Verbrecher, der Asimov. Aber es gibt ja noch das Underground-Casino, ne? Das High-Roller-Shit. Was soll ich denn da? Eine Cola kaufen und wieder abhauen? Ja, aber da kannst du deinen Reata verdienen. Einfach mal alles, ja, was man besitzt. Oder zwei verlieren. Ja, ja. Nee, Glücksspiel, das ist nichts für mich. Och. Ein Placement würde ich annehmen für Wildcats. Ja. Hatten wir sogar damals, wurde aber dann verboten. Für Money. Hm. Wäre schon was gewesen. Manfred Lenchwood hat es verboten. Hm. Jo. Na, die haben halt so Werbung gemacht, dass die Polizei da im Dienst spielen oh. geht. Oh. Ja, ja, warum nicht? Ne? Ja, das aber fanden die nicht Dienst. So cool. Hm. Ja, okay. Ja, hoch. Ja, hoch. Upsi. Die haben bestimmt nur nach der Sicherheit geguckt, dass die auch nicht gezinkt sind oder so. Mann, das ist eine coole Insider-Information, dass die umziehen. Da muss man sich jetzt. Das ist gut zu wissen. So, na dann. Na dann. Wir sagen, wir sehen uns und wir gehen erstmal ins Bett. Dann viel Spaß beim Casino. Ja. Einen schönen Abend noch. Ebenso. Tschüss. Passt auf euch auf. Schönen Abend. Wir müssen auch noch los. Wohin? Zum Wave. Na, zu Miss Maker. Dann komm. Bye bye. Tschüss. Ciao. Dann sieht es euch. Hau rein. Ich fahr. Ich fahr. Okay. Schade, er hat's versucht. Hey, das Void, schau mal. Da ist doch Miss Maker drin. Ja, seht ihr den fetten Blutfleck da vorne, Mann? An der Wohnhaube? Warte. Hallo? Da ist von einem Mayans-Prospekt. Echt jetzt? Aber keine Sorge, ich hab mir das Bier gegeben. Ich bin einmal in den Park gefahren, ich hab voll einen erwischt. Deshalb Autoverbot im Park. Mein was geht? Jo, was geht? Wir haben den geklärt. Womit? Ja, die wollten nochmal anrufen, ja. Mit Grove? Nee, Grove hat nicht angerufen. Das Kartell hat angerufen, ja. Mit denen haben wir das geklärt. Die anderen haben aber nichts. Die haben einfach nur mit ein paar Mann geschossen. Ja, also. Das ist zufällig Piepen? Ging halt eindeutig auf unseren Mann. Der hat auch da mit denen geredet wohl. Keine Ahnung. Ja, ja, die haben gequatscht und dann kamen die Cops. Okay, okay. Ja, gut. Also, ja. Sollen sie halt aufpassen, auf wen sie schießen, so, ne? Ich hab, ja, aber das hab ich genau gesagt. Die haben halt gesagt, eure Krankheit sieht aus wie ein von den Mayans-Dinger. Okay, ja, ja gut. Ja, wenn es nochmal vorkommt, so, dann
weiß ich halt nicht, ne? Dann quatschen wir mit denen. Aber... Ja, ihr macht das schon. Okay, alles klar. Bye-bye. Wolltest du nicht zu Miss Melkani so da? Mila. Ja. Jo. Der Banks hat jetzt versucht, weil Mila und Bill einen Reanter haben, aber die Preise sind absolut, also lächerlich, absolut lächerlich. Ja, okay, nochmal, jetzt, dass ich was verstehe, was? Mann, Mila will auf einen Reanter fahren. Ja. Und wir haben nach dem Preis geguckt nochmal. Ja. Die wollen $130,000 für einen Reanter. Ja. Dann habe ich den angerufen und ich sage, wie kommt der Preis zustande? Ja, keine Ahnung. Dann haben wir den Mr. Banks gerade gefragt, ne, so, wie kriegen wir den Scheiß da von dem Dings runter? Dann hat er gesagt, das wäre kein Problem, aber die Papiere gibt's nicht. Also du kannst quasi nur die Karre klauen. Ja, genau. Dann hat er mit so einem Typen, der die scheiß ganzen Fahrzeuge importiert, gequatscht. Der hat gesagt, dann, der Preis ist fein, da wird sich nichts dran ändern. Irgend so ein Max Müller vom Flughafen. Der hat da die Nummer gemacht. Aber was ist, wenn wir ein Auto klauen, Mann, das verkaufen und von der Karre dann... Also, ja, da, ich wollte jetzt nicht mit der Dings in die Tür rein, weil da standen noch andere. Ja, das ist ja kein Problem, Mann. Dafür habe ich ja die Kontakte. Das kannst du jetzt quasi du klären, ja, weil ja, ich klar, den ja schon angequatscht habe. Das ist kein Problem. Verkaufen kriege ich die... Also Verkauf kriege ich eine Karre, wenn wir die klauen. Ja, aber ohne Papiere? Klar, Mann. Am Wählen. Das geht dich in Scheißdreckern. Ach so, okay. Dann gilt in Zukunft, was ich erfahre, dich auch in Scheißdreckern. Du, warum... Ey, du, Alter, du... Entweder zahlen wir oder wir zahlen nicht. Ja, Alter, wo ist der große Umschlagplatz für alles, was importiert wird und exportiert wird hier in der Stadt? Ja, das wusste ich schon vorher, dass du die meinst. Ich wollte nur aus deinem dreckigen Maul hören, du Bixer. Entschuldigung, dass ich mir keine Zahnbürste kaufen kann, Mann. Ich bin nicht Louis oder ja, so, Bro. Ja, und wie wär's mit der Provision für das Haus? Ich hab dich vorhin gefragt, du sagst nur, ist okay. Ja, aber jetzt habe ich dir anders überlegt. Ich will $500. Mila. Hm? Ich habe $500 von uns. Okay. 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 Ja, habt ihr Haus verkauft? Ich habe dir quasi jetzt die Tür dafür offen gemacht. Du ja, kannst ihn jetzt anquatschen gehen und sagst, pass auf, hier, wir wollen deine Karre besorgen, kannst du uns die Scheiße besorgen. Und dann gehen wir aber nicht die Karre klauen, sondern wir gehen einen richtig fetten Supersportwagen klauen, den verticken wir, ja, dann kriegen wir was davon ab und den Rest können wir behalten. Okay. Ja, ich hab keine jetzt Ahnung. Gehen wir auch, Bro, Roy, wir gehen in so viele Sachen rein. Okay, danke, Mann. Wir gehen, jetzt gehen wir schon in Richtung Autodiebstahl, Mann. Oh, danke. Ich hoffe, ja, nichts Neues, Mann. Nicht das erste Mal. Wie viel sollen wir noch machen? Die Scheißstraße ruft mich mittlerweile an und sagt, jo, die haben gerade in der Tech 9 auf mich geschossen. Die haben gerade das. Ich habe mit Robben nochmal gequatscht. Ja. Ich habe Nummern vergeben. Der lacht mich aus im Telefon und sagt, ja, dann, ich wusste genau, dass ich den richtigen da reingeholt habe hier. Warte, wer hat dich ausgelacht? Der Robbe. Und der würde halt bald nichts mehr zu lachen haben. Nein, nicht so ausgelacht, sondern so, dass, dass wir quasi alles klären für den oder ich. Ja, und kriegen wir dafür Geld? Hast du was gesehen? Ich habe einmal $40,000 bekommen. Ich glaube nicht, dass ich nochmal was bekomme. Und danach fragen will ich nicht, weil ich will nicht sterben. Ja, das ist so eine Sache, Mann. Ja. Ja. Jo, Petmann, wie lief's gestern? Was habt ihr eigentlich gemacht, Mann? Übrigens, hallo, Cam. Ach, Hallöchen. Was für eine Höhle. Wie geht's Ihnen? Jo. Gestern war zu heftig, ne? Ja, ich weiß, das ist ein Echo, das hört man doch. Ja, hast du mitbekommen, was passiert ist? Ich war dabei. Was? Ich hab mich eingeschlichen. Was? Jo. Ich hast war du der Gaskan geschossen? Ich glaube, ich hab... Nee, das war Laser. Was? Warte mal, Roy. Der hat das doch vorhin zugegeben, meint Roy. War nicht dabei? Ich bin jo, die Kohle von gestern mit... Ach, ich war derjenige, der dir den Rücken gedeckt hat. Oh, ich hatte keine Munition gehabt, ich war der ohne Munition da war. Hatte vielleicht 3-4 Kugeln gehabt, mehr hatte ich nicht gehabt. Ich muss zur Mine fahren, ich muss Piep abholen. Wer will mitkommen? Unbekannt ruft mich an. Hallo Unbekannt, hier ist ungeduscht, kann ich helfen? Okay. Ich muss gleich in Bett. Ach nee, Mila. Doch, leider schon. Ja, keine Ahnung. Gute Nacht. Ich hab gegessen Nacht heute. Frikadellen, Poi Poi und Gurkensalat. Hey. Das ist wahre Liebe. Warte mal, hast du Kim nicht aufgeklärt, Mann? Doch. Nö, der hat gerade gesagt, du weißt von nix. Warte mal, Kim, was aufgeklärt? Klärt mich mal auf jetzt. Laser hat's doch zugegeben. Ja? Ja, hab ich jetzt auch erfahren gerade. Wir waren die letzten zwei, Kim. Ich habe den Rücken entdeckt, bis ich mich im Müll versteckt hab. Was? Jo. Okay. Außerdem, ihr beide kriegt eh noch eine Zeremonie, Mann.
Das ist nicht einfach so, ihr zieht euch was an und seid dabei, Mann. Das ist eine riesengroße Zeremonie. Ich sag so, wie es ist. Ohne Mila mach ich überhaupt nichts. Ja, Mila ist auch dabei. Und ich weiß nicht, ob... Wenn wieder dabei sein will. Ich sag's... ich sag's dir nochmal. Wir kennen euch alle schon so lange. Aber ich werde nie wieder dabei sein, wenn ein Laser dabei ist. Ich habe nichts gegen den. Wir haben heute schon gesprochen mit ihm. Ja, wir werden auch nochmal zwei, drei... Ihr wollt Profi-Shit mit dem durchziehen und der Typ sabotiert uns. Ja, ist nicht, von. Er ist nicht vertrauenswürdig. Ja, und das Problem ist, er ist mit Big Ass heute unterwegs. Und du weißt, dass wir mit Big Ass haben. Ja, what the fuck is Big Ass? Da kommt er doch. Ja, Stefano heißt er. Kennst du den noch mit der Juicy, mal mit der Schwester? Er war nicht vertrauenswürdig. Einfach nicht vertrauenswürdig. Oh, nee, hey. Oh. Alles gut, ich hab mich in Deckung genommen. Eigentlich hätte er den verdient. Siehst du? Ich sehe hier nur zwei Personen, die sind. Drei, Mann. Richtig. Wer denn? Ja, der Priester, Stefano. Was? Und Laser. Also, drei. Einmal Luis, Laser und nochmal Luis. Warum ich denn? Luis. Also, eigentlich sind das drei. Luis. Mein Bruder. Okay, ich muss jetzt Geschäfte machen wegen gestern. Du kleine Motherfucker. Ich hab das heute geklärt mit deiner Priesterin. Was willst du denn Geschäfte machen? Wirklich? Wir haben noch nichts. Ja. Alles, was man mit Geschäften machen kann, ist komm. In Luft geflogen. Oh, komm her. Wie komm? Da wollte man ein bisschen. Okay. Ich muss die Kontaktdaten aus Portugal weitergeben. Dann kommt okay. Könnt sich ja ein bisschen mit ein paar Dollarscheinen beteiligen. Jawohl, da wieder mit einer Explosion. Ja, mit einer Explosion. Ja, bring uns um. Sind wir fertig oder was? Ey, komm, ich melde mich gleich, wenn ich fertig bin. Jo. Push. Nee. Nee, doch, du weißt ganz genau, dass die Scheiße am Dampfen ist. Du bleibst. See you later, Loser. Scheiß Saboteur. Saboteurer. Ich wollte schon immer mal über die blaue Leuchtbrücke fahren. Oh. Sollen wir noch kurz warten, was Woll sich meldet und dann gehen wir in Falle? Na gut. Wenn der bis 10 Uhr sich gemeldet hat. Dickte Zeiten. Warte, ich schreibe dem Mr. Banks zum ersten Mal. Man muss sich immer bedanken. Wow, das war schön, oder? Mit der Bücke. Okay, vielleicht nicht. Aber ich fand's schon schön. Ja, wo bin ich jetzt? Ich glaube, ich fahr einfach mal hier lang. Willst du ein Viech? Hast du einen Scholle? Makaro. Dann nehme ich einen Scholle. Danke. Ich nehme Ohrhahn. Glaubst du, der Laser wird jetzt eine Gegenpenner-Gang machen? Mir ist scheißegal, was der macht. Der kriegt eine Kugel zwischen die Augen. Ja. Scheiß Saboteur. Saboteur. Hier in der Nähe wohnt der Pepe. Ja. Einer da. Hast du gar nicht zugehört? Mm-mm. Der versteckt sich in irgendeiner Mine, die gehen ihn abholen. Oh. Stimmt, lass du durchfahren. Dovi? Ja. Hast du ein Tattoo? Nö. Aber ein bisschen mit den Jungs quatschen. Die sind gefährlich. Wenn die da sind. Kanada. Wie rechts war das gestern? Rechts? Eigentlich können wir mal da reinfahren. Und gucken, ob die, gucken, ob die Autos abgeschleppt haben und so. Musst aber langsam fahren mit Serrano. Ja, ich weiß, hättest du jetzt den Reater, können wir da durchbrettern. Haben wir aber nicht.
Ja, heute, aber heute vielleicht Short Zoom. Also vielleicht kann ich Dr. Chuck fragen, nach für einen Vorschuss. Ich habe den auch schon mal gefragt und 40.000 da halt einfach aufgelegt. Das war irgendwo links, an so einem Lagerhallen. Dr. Chuck hat einfach diesen Sinn von Humor. Ja, da oben irgendwo. Hier oben? Geradeaus. Boah, ich glaube rechts, oder? Nee. Rechts? Fahr einfach rum. Da unten rechts. Hier unten rechts? Ja. Pass auf, und ich zeig dir jetzt, wie ich mich im Müll vergraben hab, okay? Mhm. Da vorne ein Lager an den linken. Blinkhalle. Einfach geradeaus. Hier? Hier war's. Komm mit. Hier waren wir gestern. Hier stehen ja noch die Autos. Nee, das sind Schrottkarren. Ach so. Ich glaube, die haben die mitgenommen. Boah, schau mal. Ein Anhänger, den können wir mitnehmen. Was willst du denn damit? Ein Haus aufbauen. Puh. Sind wir die Kelp-Family, oder? Nee, wir sind die Kusch. Guck hier. Guck, wie ich mich jetzt eingrabe. Okay. Nur einen Rucksack. So. Kannst du mich noch hören? Ich bin im Müll. Pass auf, dass du keinen Müllfliege verschuckst. Ich komm wieder hoch. Okay. Boah. So, und dann bin ich von hier rüber geklettert. Komm, ich mach Räubel, Leute. Und dann bin ich hier in die nächste Mülltonne. Genau hier. So habe ich mich reingekämpft. So. Und dann? Na, dann, der stand genau da, der Polizist, wo du jetzt bist. Dann kam der hoch, dann habe ich den so verboxt hier, habe ich so bam, bam, dreimal. Und dann bin ich hier runter, so. Und dann bin ich hier rüber. So, hier rüber. Und dann bin ich hier runter gesprungen. Oh. Und irgendwo hier, hier. Da bin ich runtergepfeffert. Oh Gott, oh Gott. Da. Und dann bin ich da rüber gerannt links. Bis da vorne zu dem Bahnhof. Hm. Ja. Schau mal, Hühnchenmaschinen. Ruf den Ball kurz an. Ja, Curtis. Wir sind am Ort des Verbrechens und da die ganzen Kram, alles wurde abgeschleppt. Was für ein Ort des Verbrechens? Na, von gestern. Ölfeld. Hm? Ja. Da ist nichts mehr. Ja, wir haben selbst die ausgebrannte Karre mitgenommen, die zwei. Ja, die wollen wahrscheinlich Spuren sichern, Mann. Jo. Ja, nur damit Bescheid. Wieder in die Stadt zurück. Und du, was machst du? Soll ich dich abholen, mitnehmen? Wo kommt, geht ihr zum Park? Keine Ahnung, wir wollten eigentlich Piep abholen, aber da war alles voller Cops. Dann sag, wo ihr hingeht, dann treffen wir uns nur kurz. Ja, dann im Park. Okay, bis gleich. Das war Pix. Dann nur mal kurz zum Park. Aber es ist gleich schon 10. Der hat sich doch jetzt gemeldet. Ja, aber ich dachte... Wir gehen nur kurz vorbei und dann gehen wir nach Hause. Hm? Nur kurz vorbei und dann gehen wir nach Hause. Und so bin ich gestern rumgerannt. Bam! Hm. Guck mal, und das haben die schon repariert. Na, der ist noch kaputt. Aber da kam gestern Dings raus. Und dann hat so BOOM gemacht. BOOM, Bakla! Wow. Nur Smoking. No. Schweinerei. Guck mal, hier hätte ich mich auch eingraben können. Hm. Fang mich. Oh. Knapp. Absolut Schweinerei.
So, fucking fuck, Alter. Miras, Dankeschön für den Resub am 39. Ich hoffe, du bist noch da. JDA, Guy, Michi, Dankeschön für den Resub am 11. Black Eyes, danke für den Resub am 64. Und das 64 Monate in Folge, Alter. Ich hoffe, du bist auch noch da. Und Sherlock Holmes, Dankeschön für den Resub am 6. Und hallo. Tut mir leid, wenn ich so vertieft bin im EP. So manchmal vercheckt vorzulesen. Aufpassen, nicht, dass der Kopf zufällig auch noch an diesen Ort fährt. Und ich, oh mein Gott, Junge, Alter. Hätte ich dem jetzt ein Brett verpasst, dann, ne? 64 Respekt, ja, und hat einen Folgeliter, ne? Okay. Essen wir dann gleich zu Hause ein bisschen Fisch beim Snuggelsnug? Beim Snuggelsnug? Was genau, Blue Boy? Ey, Bro, wir brauchen dich ganz schnell. Was haben wir? Unser Kollege liegt hier am Boden und der Wo? Sieht gar nicht gut aus. Sandy Shaw's in dem Hangar. Das, ich schick da Leute hin. Weil ich kann gerade nicht kommen. Das ist kein Problem, die Leute, die kommen, sind in Ordnung. Es muss sehr schnell gehen, ja. Ja, okay. Ich klär das, ist klar. Okay, Sandy Shaw's am Flughafenlager, ne? Nee, hat sich erledigt, doch nicht, alles gut. Alles okay, gut, nee, es war Fehlkoll. Okay, oh mein Gott, wir hatten Angst. Okay, ja gut, jetzt sein Herz. Moment. Mich ruft die Eastside an, mich rufen die Borders an, mich rufen alle an. Ich bin verdammter Gangster geworden. Du bist mit einem Gangster zusammen, aber die hübschesten Frauen sind im Dunstkreis der schlimmsten meiner Mille. Und das bedeutet, dass du die hübscheste Frau bist. Ich bin Ugly. Nö. Sieht aus wie ein Sumpftoll. Na und? Ich meine das. Look Tauga. Gesundheit. Das ist orkisch. Ja. Ja, du warst mal kurz gebannt, Dieter, ne? Oh, da waren, glaube ich, 1, 2, 3 Bierchen zu viel. Sitting in the ocean. Wir müssen noch unbedingt nur mit Dr. Quatsch sprechen. Dr. Chuck. Und hab ich Quatsch gesagt. Quatsch. Wir müssen ihm fragen, was passiert, wenn wir verhaftet werden. Ob wir dann gefeuert werden. Ob er uns denkt. Hat Dori gesagt, was die mit dem Kartell bequatscht haben? Nö, ich sollte die doch nur fragen, ob die die Nummer haben sollen. Okay. Ihr seid verziehen, Dieter. Chat ist müde, ne? Aber auch das ist okay an einem Sonntag. Und am Mittwoch geht's ab, Chat. Mit GoXLR, Alter. Mit Hallo und so. Niemals müde. Bam, bam, da bist du ja. Und ja, du hast gewonnen gehabt beim Giveaway, ne? Aber du warst nicht mehr da, oder? Hallo, Nemi. Bist du schon sein Moody? Dann tschüss, Lan. Kabel morgen. Hoffentlich. Da drüben steht der Penner. Da drüben ist der Saboteur. Saboteur. Doch, das kommt morgen. Doch, Lazarus, der kommt, schwöre. Mir gefällt nicht, dass Louis mit ihm abhängt. Das sind Manipulatoren und Saboteure. Ja, dann ist Montag, Dienstag, Deutsch. Natürlich zweimal eine Woche. Sonst habe ich keinen Akku. Guck mich heute an. Ich bin voller Elend, Alter. Geht's gerade noch so hin. Ist der Wave schon vorbei? Sieht so aus. Nur, da sind noch 2 Leute. Wir sind doch ein... Boah, ist das eine Lampentasche.
Jo. Ihr seid doch gar nicht im Park. Jo, wir sind gerade auf dem Weg, weil wir sind auf der Autobahn, wir kommen. Du hast gesagt, du bist in der Stadt schon, du Arschloch. Wir waren auf dem Weg und dann war noch ein Autohaus und ach, du weißt doch, wie das läuft. Jo, bis gleich. Wenn die in 2 Minuten nicht her sind, hauen wir ab. Mhm. Ey, und ihr zwei, hört auf euch zu streiten. Ach, stimmt hier noch. Hm? Warte. Da. Dein Schafsack. Oh, danke. Bitte zu Hause. Na, ich auch. Hast du Munition? Ja. Wie viel hast du nur? Kannst du zählen? Ein Magazin habe ich in meine Waffe. Hast du nicht noch einen Schuh? Oh, oh. Dann nimm die. Tu in deinen Socken rein. Okay. In Socken. Falls es mal knallt, weißt du? Falls mir knallt. Mhm. Komm, warten vorne. Okay. Ich hol deine Bimmelmütze. Dann weißt du, dass ich da bin und nicht mich verlaufen habe. Wenn der Weihnachtsmann zu dir ho, ho, ho sagt, ne? Ja. Dann ist das eine Beleidigung. Ja, dann verbox ich den. Scheiß Wichser. Schau mal. Die wollten sich schon wieder verpissen, Alter, weil die nicht warten können. Nur ne, weil die vorne da, ne? Warten. Du weißt Bescheid, ne? Achso. Warum hängt denn der Louis jetzt mit denen ab? Ja, weil Louis irgendwie nicht mitgekommen ist. Aufpassen. Ja, so, Louis, ja. Der kam gerade zu meinem Auto und meinte, oh, das ist nicht geklärt und so. Wer ich dachte, untereinander machen wir uns nichts. Wer hat das gesagt? Na, du hast vorhin gesagt, untereinander. Ja, aber wer hat das zu dir gesagt? Ach so, der Laser. Ja, mitkommen. Wie? Dafür prügelst ich. Der ist doch abgehauen, die standen vorhin hier vorne. Blöde Wichser, ich stech den ab. Der geht mir langsam auf den Scheiß. Das Problem ist, man, der weiß so viel. Boah, die wollen meutern, ich sag's dir. Die werden nicht meutern. Kein Staatsstreich, Mann. Das Reichsbürger oder was? Hä? Meuterei, wie bei dem Piraten-Idiot. Arr, arr. Was zum Film kommst du denn? Reichsbürger. Was ist das für eingefallen? Es gibt bald Stress, ich sag's dir, aber ich bin ready to go. Ich auch. Ich hab schon Telefonbücher in meinem Rucksack drin. Taschenlampe. Ich vertraue dem nicht mal, der will mich umbringen. Da auf der Brücke? Nee. Mit Fernglas. Ja, das, ja, Mila, check mal mit Fernglas. Mhm. Auf der Brücke. Sieht auf jeden Fall hässlich aus. Oh, das ist er. Mila, dein Glöckchen hört man die ganze Zeit. Nee, das sind, ist er nicht. Oh. Nein, das ist die Frau, Rasni, irgendwas. Ja, Mann. Sieht aber so ähnlich aus. Ja, Raven, du hast gesagt, du rufst mich ein, Mann. Ja, weiß Gott, was hier gerade schon wieder ist. Ja, dann komm mal kurz mit. Ja, warte, ich muss, kann meine Kollegin nicht stehen lassen. Warte, ja, komm kurz. Dann zum Feuer, wenn du fertig bist. Ja, mach ich. Ja, wir müssen die Geschenktüte für Raven packen. Warum beschenken wir die Korps? Wir haben, also, ist Amerikas aufgefallen, Mann, dass wir ziemlich viele Freunde hatten. So wie das Baker Center oder Elena. Oder Raven, Mann.
Und die haben uns immer, waren immer für uns da, ja, die haben uns mal besucht, Essen gegeben und wir wollen einfach mal Danke sagen und ein paar Geschenke rübergeben. Danke. So. Ja, was ist, Mann? Nochmal vielen Dank, dass wir hier sein durften, ne? Ja, achso, klar, gerne wieder, Mann. Seid ihr beiden nur Bestfreundinnen? Ja. Weil ihr quatscht gar nicht mehr miteinander, habt ihr Zickenkrieg? Nein. Nee. Wir brauchen keine Gespräche, wir haben Gedankenübertragung. Epantie. Okay. Aber ich bin auch schon ein Müdi. Ja, wir hauen uns ab. Oh. Heute ein bisschen früh ins Bett, das war zu viel Action. Außerdem will Laser mich töten. Wie, Laser will dich töten? Und du passt mal auf Luis auf, ne? Das ist dein Bruder. Nicht, dass die den manipulieren oder so. Ja, das ist ganz schön schwer, weil die alle Luis immer mobben. Ich nicht. Ich habe den Priesterrobe besorgt. Ich habe einen Mr. Tanker gequatscht von Paletti. Warum zieht er die nie an? Na, die ist doch nur gar nicht im Land, die wird importiert. Ach so. Oh, extra cool. Für Luis. Das ist aber lieb. Und wir haben, ich habe gestern mit Frau Aria gequatscht und mit Herr Guaym, die machen nämlich eine Kirche auf. Nein. Da kann Luis so mitmachen. Doch. Oh. Ihr müsst auf den aufpassen, der ist noch ein bisschen jung. Ja. Nicht, dass die ihn manipulieren und mich dann umbringen wollen. Ja, Roy. Wir müssen aufpassen auf Luis. Genau, hör auf deinen Freund Curtis. Ich hab schon von Anfang an gesagt, dass ich ihm nicht traue. Wem? Dass es ein Weicher ist, dass er manipulativ ist. Also er lässt sich manipulieren. Lauf weiter jetzt, ich hab keine Zeit für euch, Peter. Panda! Lauf weiter, scheiß Crackheads, Mann. Der Rave ist vorbei, geht weiter. Warum ist der Rave vorbei? Oh Gott. Mann, du bist nicht mit der Scheiße, Kerl! Mach weiter, Nein, mit Taser! Ah, ich getaste und auch Max, wir haben Taser! Aber nicht. Wir wollen keine Drogen von euch kaufen, ja, Mann, verpisst euch, ist drogenfreier Park, Mann! Genau! No. Scheiße! Das hier ist der Girlie, du Arsch! Verkauft eure scheiß Drogen und Kinder und Wanderer! Oh Gott! Knall jetzt sind irgendwelche, die kommen gerade vom Rave gegenüber, Mann, die waren total drauf. Voll drauf, ihr habt einen Rave gemacht? Nicht wir, aber wir haben die Wiese da drüben zur Verfügung gestellt. Und die verticken cool, sich hier cool. Die Drogen und diese kostenlosen Spritzen von, was haben sie gesagt? Ja, richtig, Mann. Das sind die aus der South Voll die blumige Aussprache. Die Panda-Clique, Mann. Die Saints, ja. Frau Xnova, stimmt das, dass der Herr Kokain ihr Sohn ist? Nein, das ist ein Twister. Der war von mir und meinte. Sind sie auch nicht Geschwister. Der war von dem Park und meinte, sie sind seine Mutter. Ja, das bin ich sich nicht. Aber manchmal muss ich auf diesen kleinen Treudofen aufpassen. Ja. Das ist ein Verbrecher. Ja, richtig. Mila, sollen wir gehen? Mhm. Okay, komm, wir sagen Tschüss. Hübsche Kostüme. Okay. Nee, danke. Das sind meine Klamotten. Aber danke. Eine schöne Geschmack, Sie haben. Wir machen uns los, ja? Ja, Mr. Maker, wir standen durch. Ja, wir sind auch die nächsten zwei Tage nur zu Hause und machen Ja, so geht's mir auch, Mann. Ich mache Urlaub in Grapeseed. Ihr macht nichts Unanständiges. Ich muss durch euer Zimmer ins Badezimmer. Mann, du guckst doch eh mal, du Schlüsselloch. Ja, warte, du wohnst bei denen? Klar. Ja. Wir wohnen mit Pinsel und mit Waven zusammen. Guck auch, Potter. Wir haben eine riesen WG. Pinsel auch? Ja. Trink Kakao. Was wollte sich darum geben, auch ein WG zu leeren? Und ich denke an dich. Wir haben leider keinen Platz mehr, außer du möchtest in der Dusche schlafen. Aber Momo zieht noch zu. Aber ja. Ich denke noch mehr an dich. Ich habe sein Haushalt gekauft. Ich denke immer zweimal mehr an dich, als du an mich. Ich schicke dir ein Bild von meinen Füßen. Okay. Fußbilder. Okay, freue mich schon. Ja, königliche heilige Fuße. Dafür nehmen manche Leute Geld. Gefleckte Fuße. Kerwoll, dann müsst mit mir wenn du medizinisch Probleme hast, dann rufst du weg an. Das sind wirklich meine Füße. Okay. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Ciao, gut. Tschüss, Daniel. Mach mir Sorgen um Luis. Nix, Mann, ey, heute Short, Alter. Ich hab echt keine Energie. Das wird schon. Zwei Tage kurz alles chillen. Wieder. Chillt ihr auch und dann Mittwoch starten wir wieder durch.
Ihr habt Verbrecher hier. Oh, Verbrecher. Verbrecher. Ja, scheiße. Wirklich. Oh Gott, halt Abstand. 7 Meter. Runter vom Rasen. Solche Penner. Raff dich doch mal. Also wirklich, du kannst dich nicht mit meine Frau, riech das. Raff dich jetzt mal. Oh Geh Gott. Weg von mir. Oh Gott. Das hat aber lange gedauert. Warum stehen die denn auf der Straße, die Toten? Scheiß Saboteur. Ja, richtig. Ja, gerade mein Auto angezündet. Scheiß Saboteur. Ich hab mein Auto angezündet. Gerade mein Auto angezündet. Der hat dein Auto angezündet? Ja, richtig. Jetzt zünd ich sein Auto an. Warte, wir müssen wegfahren. Mein Auto ist da ganz hinten. Kim? Scheiß Saboteur. Egal, egal, alles Kim. In der Luft. Oh Gott, ich mach meine Karre weg. Deine Schuld. Kim? Ja. Mach das einzig das nicht richtige, Kim. Los, Kim, Kim, tu es. Tu es, Kim. Scheiß auf seine Anime-Karre. Gib einen Fick drauf. Scheiß auf seinen Beifuhrkissen. Scheiß Saboteur. Saboteur. Sabotagenteur. Warte, das wollte ich noch sehen. Ich stupfe in Unruhe. Du musst schnell vom Park kommen. Der Kim meint, dass Laser seinen Molly auf sein Auto geworfen hat. Und jetzt will Kim auf sein Auto auch einwerfen. Okay, wer? Direkt, was? Direkt vom Park, schnell. Die fetzen sich gleich. Okay. Okay. Was? Verdient, dass ich dein Auto abfacke. Mach das Maifu-Kissen kaputt. Ach, das Maifu-Auto meine ich. Mach's kaputt, Kim. Das Problem ist, der Fano hat mein Auto angezündet und nicht er. Nein, aber das ist sein Kollege. Aber er gehört doch zu dem. Er hat ihn nur manipuliert, dass er es tut. Er hätte ihn aufhalten können. Schweinerei ist der. Du hast ihn aufhalten können, richtig. Du hast ihn nicht aufgehalten. Mhm. Fritz, du gegen die Karre schlag ich aus. Ich bin echt enttäuscht von dir. 31er sind es nicht wert, mein Freund. Ich hab dir dein scheiß Leben gerettet am Pferd. Du hast es mir fast verkackt. Du hast dafür gesorgt, dass ich fast aus der Gruppe geflogen bin. Ich hab dein scheiß Leben gerettet und du tust sowas an. Du erzählst dir irgendwelche Stories. Ich würde irgendwelche Autos in die Luft jagen. Was? Das hat Kim gerade gesagt, Dude. Nein. Ich rede gestern von dem Tank. Was ist nicht? Du hast es doch zugegeben. Nachdem du mich in Zugzwang gebracht hast. Das war deine Schuld. Warum machst du das auch, du Dude? Ein verficktes Ableckungsmanöver, um die ganzen Beweise Ablenkung. Und alles andere du zu vernichten. Du hättest uns beide fast in die Luft gesprengt, du Dude. Fast. Und ja, genau fast. Das ist es. Willst du, dass ich sterbe? Ich bin verficktes Genie-Wichser. Du hättest gar nicht da du sein sollen, was gestern... Ach so, aber deine scheiß Freundin, die du seit einer Stunde kanntest. Du blöder Wichser. Die hätte uns richtig viel Asche mit nach Hause gebracht. Mhm. Aber nein, wir müssen hier alles verkacken. Das war klar, dass du Geld über Freundschaft setzt. Du bist nicht ansatzweise weiter wert. Materialistische Schwein, du. Ja. Zack, der in der Supersportwagenkarre ohne Verdeck. Das haben wir uns verdient, wir sind Mediziner, du Idiot. Ja, was ist los, Mann? Na, der hat mich jetzt zur Sau gemacht, weil ich den verpetzt hab. Oh. Oh, sieh mal. Wo soll ich jetzt den Schnee finden? Ah, der böse Stefano. Was ist das für ein Lutscher? Ich rufe Louis jetzt an. Geht nicht dran. War das Pinsel? Weiß nicht. Der sah aus wie Pinsel. Aber Pinsel sieht aus wie Lüg. Warte mal, wo ist denn Chicken Mila? Den hast du irgendwo geparkt. Wo hatten wir den denn geparkt? Bestimmt. Doch, am Stadtpark. Hm? Caro, heute haben wir uns doch getroffen in Norden. Ach, stimmt. Ja, egal. Sollen wir unserem Nachbarn nur ein Zelt schreiben, denn nur das Auto?
heute nicht mehr. Ist schon 12 Minuten nach 10. Ja. Hallo, Dr. Chuck. Hallo, Curtis. Ich bin gerade auf dem Weg ins Bett mit Mila. Heute gibt's Nickels noch. Oh, schön. Ist irgendwas Wichtiges passiert? Nein, nichts Wichtiges. Ich hatte nur eine Kleinigkeit für dich. Was dann? Ich habe jetzt von Mr. R. Ja? Medikamente bekommen. Und ich dachte, ich gebe euch auch was davon ab. Dann machen wir Medikamentenstudie. Das ist irgendein Krokodil oder so heißt das. Oh, das haben wir schon. Das haben wir schon bekommen. Ach so? Das ist eine Droge, die kommt aus Russland. Die sollte man nicht nehmen. Ich habe schon Experimente angestellt damit. Also, wenn man das nimmt, steht man nach einem Jahr. Oh, ja dann. Dann, was schön. It's time to say goodbye, my friend. Oh, Curtis, Curtis, Curtis. Ich werde Sie vermissen, Dr. Chuck, aber Sie haben es verdient. Ja. Sie haben 19 Leute umgebracht. Ja, wenn ich diese... Mein Krokodilvorrat in der Stadt verteilen, wenn es noch viel mehr. Okay, Dr. Chuck fängt seine Psycho-Story an. Interessant. Interessant. Ui. Jo, schön, schön, schön. So. Schön, schön, schön. Und ja, ihr wundervollen lieben Menschen, ich gehe heute früh raus. Ich habe keine Energie. Ich werde jetzt gleich noch was essen und dann direkt ins Bett gehen. Ich hoffe, dass der Kabel morgen kommt. Dann kann ich die nächsten 2 Tage, wo ich dann dodge, wo ich mir frei nehme, damit ich am Mittwoch wieder gestärkt da bin, werde ich mir Zeit nehmen für das GoXLR. Und dann machen wir die Story dann weiter. Mal gucken, was sich entwickelt. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich denke, das merkt ihr auch. Wo kann ich denn... Wir haben ja die letzten 2 Tage auch, glaube ich, geradet. Zumindest Roy. Wer ist denn da alles am Stream? Pinsel. Asta Hoppy. Ja, man, die ist auch eigentlich zu empfehlen. Das ist dieser Autofahrer, der richtig eins abgeht. Wo machen wir den? Wollt ihr zu Mr. Banks? Wollt ihr so ein bisschen tieferes Crime sehen? Weil ich glaube, der ist da drin verwickelt. Chat. Why not? Okay, machen wir so. Der freut sich auch, das. Die Leute gucken dazu. Und wenn nicht, könnt ihr da sehen, wie einer ist, der unfassbar viel Geld auf dem Server hat. Machen wir Raid. So, Mindtrip, Dankeschön für den Reset am 21. noch. Wenn ihr rüber geht, seid bitte lieb, ja? Wie immer, benimmt euch. Und ansonsten sehen wir uns am Mittwoch wieder. Ihr Zuckersüßen. Bye bye und vielen lieben Dank für den Support heute mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Tschüss. Tschüss und später gute Nacht. Bye bye.